und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln-Mülheim. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obtenhöfel. Willkommen! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Schlag den Raab! Das ist ja unfassbar! Vielen Dank! Vielen herzlichen Dank! Also hier, in diesen Original-Geldwäscherkoffern befindet sich die Summe, um die wir heute Abend spielen werden. Schnallen Sie sich an, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, es geht heute Abend um 1 Million Euro. Ja. Sie sind zu Recht begeistert. Jetzt fragen sich einige an dieser Stelle, wie kommt diese Summe überhaupt zustande? Ganz einfach. In der ersten Ausgabe von Schlag den Raab hat ja Stefan gewonnen gegen Esther. Und deshalb sind 500.000 Euro in der Jackpot gewandert und wir spielen also jetzt um 1 Million und wer diese Million gewinnen kann, außer Stefan Raab natürlich, das entscheiden wie immer Sie zu Hause, denn wir zeigen Ihnen gleich 5 äußerst attraktive, talentierte und sportliche Kandidaten und Sie entscheiden sich am besten für denjenigen, von dem Sie glauben, jawohl, der wird Stefan Raab heute Abend richtig ordentlich den Hintern versohlen. Hier ist Stefan Raab! Herr Stefan. Hallo. Ja, ist ja gut. Vielen Dank, sehr freundlich von ihm. So, danke schön. Du hast doch noch gar nichts gemacht, ist ja unglaublich. Ja. Aber du hast dich wie immer wahrscheinlich sehr, sehr professionell vorbereitet. Beim letzten Mal waren es 3 Nackensteaks, du hast gegrillt vorher, war das diesmal auch wieder so? Fettig essen? Ich habe heute Mittag noch Fußball-Bundesliga geschaut und habe dabei 2 Brote mit Mett gegessen. Das ist natürlich wirklich wahr heute. Ja. Mache ich normalerweise Samstag nicht, aber das Schlimme ist, ich rieche es. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn die Kandidaten müssen damit umgehen. Die riechen es auch. Das ist richtig. Verstehst du? Wir hatten ja letztes Mal den Geschlechterkampf. Ja? Die Nation wollte Esther gegen dich antreten sehen. Möchtest du heute einen Geschlechtsgenossen pulverisieren oder was ist dein Ziel? Ich glaube, dass das Publikum, die Zuschauer, haben ein ausgesprochen gutes Näschen dafür, wen sie hier den ganzen Abend gegen mich spielen sehen wollen. Und deswegen überlasse ich die Wahl natürlich dem Publikum. Ich trete gegen jeden an. Ich würde auch gegen dich spielen heute Abend und dein rosa Hemd. Ja, aber auch du hast dich heute Abend sehr schick gemacht, wie immer, am Samstagabend. Aber Stefan tritt gegen einen der 5 Kandidaten an, die wir Ihnen jetzt zeigen. Und hier ist der Erste, das ist Tim. Hallo Tim! Tim, von Beruf? Ja, man merkt, du bist Kölner. Ja, du hast hier schon einen Fanclub dabei. Von Beruf Polizist. Du bist der Freund und Helfer, aber nicht heute Abend, oder? Heute Abend habe ich kein Erbarmen. Richtig. Vergiss diese Nächstenliebe, vergiss Toto und Harry und sowas, ja. Richtig in die Vollen. Was wir uns gerade gefragt haben, Stefan und ich, so lange Haare unter einer Polizeimütze, ist das erlaubt heutzutage schon? Ja, bisher bin ich durchgekommen. Ich hoffe, es klappt weiter. Ja. Sonst? Für 1 Million kann man auch mal zum Friseur gehen, aber ich glaube, die Vorgesetzten lassen das gelten. Tim, dir alles Gute und wir kommen zu unserer nächsten Kandidatin. Ja, Sie haben es richtig gehört. Natürlich haben wir auch heute wieder eine Frau und das ist Dorothea. Hallo Dorothea. Sag mal, was mich interessiert bei deinen Wuppertaler Jungs, also welche Verletzungen sind wirklich ernsthaft und wer will einfach nur, dass du sie ganz intensiv untersuchst?
Das kriege ich raus. Wie? Aha, an den richtigen Stellen zupacken. Ja, das ist natürlich gut. Man lernt das zu unterscheiden. Gut. Und auch deshalb, solange Stefan nicht kriecht, auch von mir aus keine Gnade, keine Hilfe. Ich bin gespannt, ob, wenn Dr. Müller-Wohlfahrt in die Bayern-Kabine kommt, ob dann auch so ein Bohai gemacht wird. Aber obwohl die beiden ja fast dieselbe Frisur haben. Also auch Doro, dir alles Gute. Und unser nächster Kandidat ist der Thorsten. Hallo Thorsten, schönen guten Abend. Was für eine Kante, ist ja unglaublich. Ja, du bist eine Kante, habe ich gesagt, aber was für eine. Ja. Unglaublich. Ja, schön Nutella gegessen. Sag mal, du bist der Veteran im Feld, wenn man von Stefan absieht allerdings. Ist das ein Nachteil? Nee, ich glaube, es ist ein Vorteil unter Umständen. Man ist schon ein bisschen abgeklärter und ist schon ein paar Jahre länger hier auf dem Planeten unterwegs, so ähnlich wie der Raab. Hat schon ein bisschen mehr gesehen vielleicht. Könnte was helfen. Als Rugby-Spieler ist man auch Schmerzen gewohnt. Man näht die Platzwunden selber auf dem Platz noch. Ja. Genau so läuft's. Gut, dir alles Gute. Thorsten, unser Kandidat Nummer 3. Und du wirst vielleicht ein bisschen überrascht sein, Stefan, denn es gibt eine weitere Dame im Feld und das ist Christina. Hallo Christina. Hallo. Sag mal, das ist ja unfassbar. Du und deine Zwillingsschwester, Wahnsinn. Hat sich schon Razziefahren bei euch gemeldet? Nee, noch nicht, aber vielleicht klappt es jetzt. Gute Besserung, kannst du auch demnächst dann vielleicht Stefan heute Abend wünschen. Ich hoffe. Gibt es eigentlich irgendeine Sportart, die du nicht beherrschst? So spontan? Nee, fiel mir auch nichts ein. Ja, auch nicht. Wir haben alles gesehen. Unglaublich, oder? Stefan, du bist blass. Nee, natürlich nicht. Ich schlafe nur gleich ein. Wir haben doch noch einen. Es ist doch noch einer da. Ach komm, noch einer. Fünfter Kandidat, ja natürlich, du willst es so. Und hier ist der letzte, Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Ja, gleicher Tag Geburtstag wie Stefan, nur ungefähr 2 Jahrzehnte früher. So ist es. Ist das ein Vorteil? Na, ganz bestimmt. Warum? Schau ihn dir an. Und du siehst ihn noch nicht mal von nahen. Okay. Ja, da ist jemand sehr, sehr... Heute ein bisschen gegrillt? Bitte? Heute ein bisschen gegrillt? Heute nicht. Ach so. Aber für dich reicht's immer noch. Ja. Das Mach entscheiden die Zuschauer. Erstmal einen Riesenapplaus nochmal für unsere Kandidaten. Das sind unsere 5. Jetzt anrufen. Wer soll gegen Stefan Raab spielen um 1 Million Euro? Gleich wissen wir es nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Und jetzt höre ich, sind die Leitungen geschlossen. Wir haben ein amtliches Endergebnis, meine Damen und Herren. Und wir schauen uns mal die Balken an. Die beliebten Balkengrafiken sind da und wir haben einen Sieger, aber wir fangen unten an. Gegen wen wird Stefan auf keinen Fall spielen? Das ist Dorothea. Ja. Dorothea ist leider raus. Das macht die Wuppertaler Jungs ein wenig traurig, aber dafür haben sie jetzt wieder mehr Zeit für sie. Und auf Platz 4 ist wer? Tim! Tim hat es auch nicht geschafft. Dann haben wir noch 3 im Pott. Wer ist auf Platz 3? Christina! Auch die zweite Dame ist draußen, also das können wir schon mal feststellen. Es gibt keinen Geschlechterkampf. Also, Thorsten oder Johannes, wer wird heute gegen Stefan Raab um 1 Million Euro spielen? Es ist Johannes, Thorsten ist auch raus. Johannes ist der Kandidat von Schlag den Raab. Kommt zu uns, Johannes. Danke euch hier, danke fürs Mitspielen. Wir
Sie haben sich trotzdem sehr, sehr weit durchgesetzt. Komm rüber. Hallo, Johannes. Ja, dicke Klacke gehabt, aber es hat ja was genutzt, ne? Man muss ja auch manchmal ein bisschen Overstatement machen, ne? Ja, ach, guck mal, jetzt rudet er schon wieder ein bisschen zurück, aber okay. Also, du hast am gleichen Tag Geburtstag wie ich? Ja, ist so. Glückwunsch nochmal nachträglich. Ja. Ich hoffe, das ist ein gutes Um. Dir auch. Ja. Bitte was? Dir auch Glückwunsch natürlich. Ja, danke schön. Die Nation will dich, das haben wir gerade gesehen. Ja. Setzt sich das irgendwie unter Druck? Das kommt darauf an, was ihr jetzt hier mit mir veranstaltet, aber an sich nicht. Späße, sehr, sehr schöne Späße, aber wir schauen uns vorher mal an, wie es überhaupt vonstatten geht. Also, wir haben ein Punktesystem, das ist eigentlich ganz, ganz einfach, denn wir haben ja 15 Spiele maximal und die sind in ihrer Wertigkeit steigend. Also, fürs erste Spiel gibt es einen Punkt, fürs zweite Spiel gibt es zwei Punkte. Was glaubst du, wie viele Punkte es fürs dritte Spiel gibt, Johannes? Warte, lass mich kurz nachdenken. Drei? Man hat dich zu Recht gewählt. Ja, du bist klug. Es gibt drei Punkte fürs dritte Spiel. Das ist schon Applaus. Das ist Wahnsinn. Wenn ich gewusst hätte, dass so einfach ist. Ja. Und so weiter und so fort bis zu Spiel 15, also 15 Punkte. Das macht in der Komplettaddition wie viel? 120. Sehr gut. 120 Punkte ist die Maximalpunktzahl heute Abend hier. Das heißt, die Hälfte ist 60. Also wer als erstes 61 Punkte hat, der hat diesen Abend als Sieger beenden können und gewinnt 1 Million Euro. So, wir haben das nochmal für Sie grafisch vorbereitet, damit das auch jeder versteht. So, also, nehmen wir mal an, Johannes gewinnt das erste Spiel, kriegt einen Punkt, Stefan das zweite, zwei, Johannes das dritte, drei, sind insgesamt vier. Das vierte Spiel geht wiederum an Stefan, das fünfte an Johannes, das sechste an Stefan. Und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so salomonisch abwechselnd sein wird, aber es ist ja nur ein Beispiel. Und so wandern die Punkte immer schön nach oben. Ja, damit und ihr seht, ja, können wir direkt aufhören, das glaube ich auch. Und ihr seht jetzt, du hättest 49 Punkte und du könntest mit dem nächsten Spiel, also da geht es ja um 14 Punkte, den Sieg klar machen. Also ist das 14. Spiel ein sogenanntes Matchballspiel. Und wenn du das gewinnst, dann hättest du über 61 und damit würde dir 1 Million gehören. Das wäre doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja, das wäre geil. Was würdest du mit der Million machen? Wie gesagt, erstmal natürlich hier die Aftershow-Party rocken. Ja, aber ich glaube, da geht einiges in Köln. Noch beim mal. Fernsehen haben aber alle Durst. Das heißt, ob du da mit 1 Million hinkommst, ich weiß es nicht genau. Also, das sind die Regeln. Und weil es um sehr viel Geld geht, meine Damen und Herren, muss natürlich auch jemand hier als Oberschiedsrichter fungieren. Und das ist, wie beim letzten Mal, Dr. Stefan Klein. Und der ist hier am sensationellen roten Telefon. Hoffentlich hört er mich jetzt. Schönen guten Abend, Herr Dr. Klein. Ja, schönen guten Abend, Herr Oppenhövel. Herr Dr. Klein, Sie waren ja fast der Hauptdarsteller beim letzten Mal, waren sehr oft zu sehen. Wir hoffen, dass heute alles glatt geht. Also ich hoffe, Sie haben sich nicht zu lesen mitgebracht. Das wird heute wieder ein spannender Abend. Wie stehen die Chancen für Stefan? 50-50. Das haben Sie natürlich richtig, wie ein Notar es sagen muss, ausgedrückt. Ich danke Ihnen. Ja? Ich danke Ihnen. Und Sie melden sich, wenn es soweit ist. Und jetzt geht es auch schon in die Vollen. Wir schauen uns mal an. Genug geplaudert haben wir. Wir legen los. Hier ist unser erstes Spiel. Mit was beginnen wir? Es geht um einen schönen Punkt. Tauziehen. Das ist unser erstes Spiel. Es geht um Tauziehen. Und weil wir natürlich, wie immer, alles perfekt vorbereitet haben, zieht jetzt bitte eure Tauziehschuhe an. Es gibt sogenannte Tauziehschuhe. Guck mal einer an. Oder auch wahlweise Tauzieh-Handschuhe. Das könnt ihr anziehen. Sie haben beide den gleichen Untergrund, ja, damit keiner natürlich mehr rutscht als der andere. Immer okay, Fairplay. Jetzt ist also das Gewicht doch wieder für dich, wa? Ihr zieht euch in Ruhe an. Und ich gehe mal hier in die Fanbox. Hier sitzen drei, die Johannes heute Abend die Daumen drücken. Schönen guten Abend. Sie sind? Christoph, hallo. Verwandt, befreundet mit Johannes? Befreundet mit Johannes. Ja, wir waren an der Schule zusammen und studiere jetzt auch hier in Regensburg. Und packt er das? Auf jeden Fall. Was ist denn mit euch los? Wie siegessicher seid ihr denn? Das ist ja unglaublich. Da regt mir schon die Frage auf. Ja, entschuldige bitte. Ja, kein Thema. Ich wusste ja nicht, dass ihr mit so einem Selbstbewusstsein ausgestückt seht. Und du bist die? Anna. Und du bist die Freundin? Genau. Und du bist sehr stolz? Ja, natürlich. Und du zweifelst auch nicht an ihm? Nein. Hat sie irgendwelche? Er macht das definitiv. Sehr gut. Wie viel kriegst du ab von dem Geld? Ich hoffe, die Hälfte zumindest. Johannes? Tauziehen?
Im Kindergarten. Die Hälfte? Gut. Ebenfalls. Ist es ein Zeichen, dass er dir gerade überhaupt nicht zugehört hat, wenn es um Geld geht? Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch einen Kumpel. Ich bin auch ein Freund, ich bin der Alex. Oh, wie schön, dass er rollt. Ja, schön. Sehr gut. Und, auch Franke, ja. Nenn du mir wenigstens eine Schwäche, die er hat. Schwäche, schwierig. Also ich würde sagen, er hat uns eine Feier... Er ist nicht selbstbewusst genug, oder? Oh, nee, das auf keinen Fall. Er hat uns eine Feier versprochen und ich schätze, die bekommen wir auch. Ist das drin, Johannes? Eine Feier auf jeden Fall. Ja, aber mehr nicht. Vielen Dank. Ja, also ihr drückt weiterhin die Daumen. Gut. Hose bleibt an, Stefan. Die Hose bleibt an. Also, Tauziehen, kommt mal nach vorne. Es wird euch wahrscheinlich umhauen. Die Tatsache, dass Tauziehen eine olympische Disziplin war bis 1920, so ist es. Und Deutschland ist amtierender Tauzieh-Weltmeister. Ach. So viel dazu. Stell mal bitte auf die andere Seite. Ich hier hin? Ja, wir haben euch Knötchen gemacht. Da könnt ihr rangreifen, ihr könnt auch davor greifen. Das ist alles regelkonform. Vor den Knoten könnt ihr greifen. Mit beiden Händen? Ja, nehmt das schon mal in die Hand. Ja. Akklimatisiert euch mit dem Sportgerät. Und wir haben ja diese schönen Fädchen da vorbereitet. Okay. Und das sind nämlich, nicht vor die Fahne. Das ist nämlich die Seilmarkierung und die gilt es vom Gegner über die Mittellinie zu ziehen. Und wenn das der Fall ist, dann habt ihr das Spiel gewonnen und den ersten Punkt erspielt. So, bitte ein wenig. Das Gelbe von ihm muss darüber. Das Gelbe von ihm muss hier rüber und dein gelbes Fähnchen. Und wir fassen vor dem Knoten an, ist das richtig? Vor dem Knoten anfassen, aber nicht. Kann man nicht auch so um die Hüfte binden? Mach, was du willst. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht. Ich wusste nicht, dass du auf Bondage stehst, Stefan. Aber das okay. Wir lernen immer wieder dazu bei Herrn Raab. Alles klar? Nicht bitte das gelbe Fähnchen anfassen. Erstmal Spannung drauf machen, und ein bisschen Spannung mehr rüber zu Johannes. So, das ist nicht in der Mitte. Das ist. Stopp. Jetzt verharren. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das ist der erste Punkt. Oh. Hat das Gewicht doch geholfen. Ja, das ist der Punkt. Das ist der erste Punkt. Und du hast das richtig analysiert, Johannes. Also es geht beim Tauziehen wirklich nicht um Kraft, sondern um Gewicht. Und da hattest du leider keine Chance. Was ist dein aktuelles Kampfgewicht? Ich würde mal schätzen, so zwischen WOC-WM und Turmspringen, oder? Heute 85. Das kann ich aber unter Umständen bei einem anderen Spiel. Vergiss die Mettbrötchen nicht. Wir schauen mal auf den Zwischenstand. Also der erste Punkt für Stefan, das können wir uns gerade noch so denken. Ja! Das ist Punkt 1 für Stefan. Und wir schauen uns mal an, wie es weitergeht. Hier ist Spiel Nummer 2. Wo liegt was? Und das kennen wir von der ersten Runde Schlag den Raab. Also kommen wir hier alle zu unserem Pult. Wo liegt was? Haben wir in der ersten Ausgabe auch gespielt, aber wir spielen eine neue modifizierte Variante. Also, ihr müsst natürlich wie immer einen Ort finden, aber dieser Ort ist in eine Frage verpackt. Also, ihr seht gleich wieder eine grenzenlose Europakarte. Ja, für Politiker ein Traum, für euch natürlich das Horrorunternehmen. Und dann müsst ihr mit eurem Eingabestift, Johannes hat ihn schon in der Hand, Stefan jetzt auch, einen Punkt machen auf dem Screen. Und dann müsst ihr auf OK drücken und einloggen. Und dann gucken wir mal, wie nah ihr am wirklichen, tatsächlichen Ziel dran seid. Das rechnen wir aus. Und wer am nächsten dran ist, der kriegt einen Punkt. Wer zuerst 4 Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Für den unwahrscheinlichen Fall, wenn der eintreten sollte, dass ihr beide exakt gleich nah dran seid, gibt es keinen Punkt. So einfach ist das. Ja? Okay. Da sind wir hart. Wir machen mal ein Beispiel. Also, ein Beispiel für euch. Hier ist das erste. Wo liegt der höchste Vulkan Europas? Also haben wir jetzt schon... macht mal rein, dann das ist jetzt ein Test, werdet ihr ne? ein bisschen warm. Geschwindigkeit ist egal, oder? Geschwindigkeit ist egal. Wir wollen heute Abend fertig werden. Das ist die Aufgabe. Ja, ziemlich genau da liegt er. Okay, einloggen, nicht vergessen. So. Gut, die richtige Lösung wäre, Johannes, was meinst du? Sizilien, der Ätna, oder? Sizilien, genau. Der Ätna, das wäre richtig. Und wir schauen mal, wie nah ihr dran seid.
Das erste Nädelchen ist von Stefan in Blau und Johannes in Gelb. Und das habt ihr eigentlich sehr gut getroffen. Und die Lösung ist dort. Also, Stefan hätte diesen Punkt. Stefan hätte diesen Punkt, aber es ist ja nun mal nur ein Beispiel. Schade. Du hast dich schon wieder verschenkt, mein Freund. So, und jetzt geht es los. Ihr wisst, worum es geht und ihr wisst auch, wie es geht. Hier ist eure erste Frage. Wo liegt der Europäische Gerichtshof? Okay, oh weia, aber ohne Landumrisse ist das aber ganz schwer zu finden. Und das ist auch genau der Sinn dieses Spiels. Der Europäische Gerichtshof. Da muss man mit der Definition genau sein, ne? Ja. Der Europäische Gerichtshof liegt, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Zwar hier so. Warte mal. Da. Ungefähr, würde ich sagen. Warte mal, da. Johannes hat schon. Hoffentlich. Kurz nachdenken. Zumindest eingeloggt. Ja, da ungefähr, würde ich sagen. Ist ein bisschen tiefer, aber ich mache. Stefan auch. Okay, beide eingeloggt. Dann sagt mir doch erstmal die Lösung, was ihr anvisiert habt. Straßburg, würde ich sagen. Ja, habe ich auch. Jetzt muss man nur wissen, wo Straßburg ist. Das wäre das größere Problem, leider. Straßburg wäre schon mal falsch, denn da liegt das Europäische Parlament. Aber okay. Nee, das stimmt nicht. Der Europäische Gerichtshof liegt in Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, was ein Unterschied ist, der liegt in Den Haag. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Wenn ich mal vor der Lösung schon klug scheißern darf. Ja. Du wirst aber gleich sehen, dass beides falsch ist. Ach nee, in Brüssel ist der, oder? EuGH in Brüssel? Denn der Europäische Gerichtshof liegt in Luxemburg. In Luxemburg wäre die richtige Antwort gewesen. Dann hoffe ich, dass ich weiter von Straßburg weg bin. Das ist ja die entscheidende Frage. Also, ihr müsst ja nur richtig tippen und die Nadel richtig setzen. Und das wollen wir mal schauen, ob ihr das geschafft habt. Wenn ich das gleiche gezielt, auch manchmal. Da wollte Stefan Straßburg hinsetzen. Das sieht so gut aus. Ja. Schön Luxemburg getroffen. Und da hat Johannes. Wo bist du denn? Ich kann das gar nicht. Ich kann es auch nicht. Sein Nädelchen hingesetzt. Ja, und Frage, wo ist Luxemburg? Sehr gut, Stefan, das ist dein erster Punkt. Mit Glück. Ja. Wir werden ja gleich. Mich hätte jetzt aber interessiert, ob ich näher an Straßburg bin. Das möchtest du gar nicht wissen, weil das wäre wahrscheinlich falsch gewesen, ich bin im Zweifel. Meinung, der Europäische Gerichtshof ist in Straßburg. Hätte ich auch gedacht, aber. Aber das kann ja sein, dass das Leute, wollt ihr jetzt ist. Schon so eure Mach Nerven weiter, komm. Vergeuden? Wir haben also, Zeit, weiter geht's. 1:0 für Stefan. Ruhe hier. Hier ist eure zweite Frage. In welcher Stadt wird der Friedensnobelpreis verliehen? Friedensnobelpreis wird verliehen. Das ist, glaube ich, eine Fangfrage, oder? Hm? Ah, Moment mal. Es gibt hier keine Funktioniert Fangfragen. Hier nicht richtig, es gibt hier gute Fragen, sagen? Sehr gute Fragen. Genau. Schwere Fragen, leichte. Ganz spitze Fragen. Der Friedensnobelpreis, warte mal, der könnte aber auch da verliehen werden. Wo wird denn der Friedensnobelpreis verliehen? Ich glaube hier. Nee, Johannes mal. Ist sich schon sicher, hat schon eingeloggt. Ich möchte Stefan dadurch nicht unter Druck setzen, mache es aber trotzdem. Ich komme eigentlich sogar ungefähr da, würde ich mal sagen. Wetten, das wird auch immer überzogen. Ungefähr da. So, beide haben eingeloggt. Ich hätte gerne die Lösung, Stefan. Wo wird der Friedensnobelpreis? Ich würde mal sagen, Stockholm. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch in Oslo sein. Glaube ich auch. Also ich glaube, die anderen werden in Schweden verliehen und der in Norwegen. Ja, ich habe. Das ist ein Zwischenapplaus für Johannes. Das ist völlig korrekt. Ich habe auch Stockholm gezielt. Ja, dann. Wollen wir mal sehen, ob ich mehr an Oslo kann. Werden in Stockholm verliehen, aber der Friedensnobelpreis, der wird in Oslo verliehen. Und wer ist näher an Oslo dran? Ja, wenn du da jetzt nicht näher an Oslo bist, dann tust du mir leid. Ja, dann bin ich ein Depp. Guck mal, jetzt werden hier schon. Da ist nämlich Stockholm. Richtig? Ja, da kann man auch gucken, das sieht man sogar besser. Ja, das ist auch. Das sieht auch gut aus. Da liegst du vorne, würde ich mal Und wo ist Oslo wirklich? Da ist Oslo. Und da ist Oslo. Ganz stark, 32 Kilometer nur entfernt. Also, 1:1. Sehr gut, wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage für euch. Wo fanden 1994 Olympische Winterspiele statt? Wenn man das jetzt findet, ja. 1994? Ja, das ist richtig. So, dann 1998. Wo waren denn 94 Winterspiele? Ich glaube, wenn es in Europa war, dann muss es. Wo war das denn 94? Soll ich dir sagen? Weißt du es? Natürlich.
Dann lock auch ein. Aber du weißt nicht, wo es ist. 94, darf ich mir mal überlegen. Das 94, das sind die vorvorletzten. Malle war es nicht. Ja. Oh, ey, das jetzt musst du mal wissen, wo 94 die Olympischen Winterspiele stattfanden. Jungs, das ist Spiel 2. Dann würde ich mal sagen, das ist hier. Ich bin noch nicht sicher, ob das jetzt... So, Johannes hat eingeloggt, Stefan. Also, wenn es da ist, dann ist es natürlich absolut falsch. Wenn es da nicht war, dann ist das natürlich Käse, was ich hier mache. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es immer gibt. So, Stefan, mach. Es muss hier irgendwo sein, wenn es das war. 1998... Du hast noch nicht eingeloggt, Stefan. Ach so. Okay. Was meint ihr? 94? Lillehammer. Lillehammer ist korrekt. Nur finden. Und wie weit seid ihr von Lillehammer entfernt? Das schauen wir uns jetzt an. Die Nadel von Stefan. Oh, da sind wir auch wieder nah beieinander. Das ist ganz ordentlich. Ja, das ist auch ganz ordentlich. Und die Lösung ist da. Stefans Punkt. Das ist aber knapp. Ziemlich, ja. Mein Freund. Ja, das wird ja ein schönes Hauen und Stechen heute Abend. Hast du getippt oder wusstest du ungefähr, dass da liegt? Ja, schon ungefähr gewusst. Ich wusste, dass es nicht allzu weit von Oslo weg ist. Nächste Frage, wo wir gerade eben schauen. Ja, trefft euch später heute Abend auf ein Bier. Wir spielen jetzt erstmal. Hier ist nächste Frage für euch. Ach ja. Und die müsst ihr beantworten. Wo gibt es bei den Filmfestspielen als Hauptpreis den Goldenen Löwen? Der Goldene Löwe, den gibt es hier. Und zwar... Ja, das ist natürlich irgendwie schwierig zu treffen. Irgendwie. Das ist total schwer zu treffen. Aber ja, ist natürlich. Relativ weit. Man müsste jetzt wissen, wo die Grenze verläuft. Das ist aber... Johannes, wie immer, schön schnell. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das sein kann. Das ist... Lieber mit Schmackes daneben als gar nicht. Ja, das ist eine gute Einstellung. Da kann man ganz, Stefan, das Grüne sind die das Länder. Das kann ganz peinlich sein, wenn man da ganz schnell ins Nachbarland gerät. Das ist richtig, ja. Bleib entspannt. Du führst 2-1. Das ist mit dem Stift. Ich könnte es ja auf den Zentimeter genau bestimmen, aber dieser Stift ist nicht in der Lage. Ja. So, pass mal auf. Komm, Stefan. Ich sag mal da. Mach Gas. Einloggen. Okay drücken, bitte. Ja, nicht schwer. Ein bisschen weiter. Okay drücken. Ein bisschen weiter nach Westen hätte es eigentlich gemusst. So, Antwort ist... 30 Kilometer Ding, oder? Berlin. Was? Echt? Berlin ist der goldene Bär. Ich dachte, Venedig. Ach. Mhm. Es geht um den Löwen und das wäre gewesen Venedig. Ja, das hätte ich gewusst, wo das ist. Mhm. Dann lies einfach nochmal die Frage durch vorher. Das Schwarze sind die Buchstaben und goldene wir sind... Löwe. Das Schwarze? Bist du sicher? Ja, beide so, bei uns ist es Wo Fragen. Gibt's denn die goldene Palme? Das ist in Cannes, glaube ich. Ja, das ist in Cannes. Also, das ist deutlich nah dran von 15 Johannes. Kilometer, das ist mal. Sehr stark, mein Freund. 2-2. Spielt auf einen Extrapunkt? Nein. Es werden euch höchstens Punkte abgezogen, weil ihr zu viel redet. Also, 4 Fragen haben wir schon gespielt. Hier ist die 5. für euch. Wo liegt Europas größtes Fußballstadion? Hallo, wo soll das denn liegen? Europas größtes Fußballstadion? Größtes? Der hat schon gedrückt. Ja, ja. Das habe ich schon gesehen, habe ich schon mit Erstaunen vernommen. Ja. So. Hör auf, bevor es eine 5 wird. So. Also wo die meisten Leute reingehen, ne? Ja, nicht wo die Tore am größten sind, weil das ist genormt. Sondern das größte Fußballstadion. Warte mal. Wo fährt Gast da rum? Ich hab keine Ahnung, ich vermute mal. Ich weiß nicht, wo das größte ist. Kannst du sagen, ihr habt eh schon eingeloggt. Ich warte mal, ich glaube, irgendwie muss man vielleicht in Deutschland, wenn wir Glück haben. Hast du dann okay? Bitte. Ach so, mein okay, ja. Ja, das okay. Kannst ja mal probieren. Also, du bist in. Was sagst du, Deutschland? Ich weiß nicht, in Deutschland, glaube ich, Dortmund gehen 80.000 rein. Heute habe ich noch gehört, dass in München nur 79 reingehen. Mir fällt jedenfalls in Deutschland kein größeres. Krise bei den Bayern. Was meinst du, Johannes? Nou Camp, Barcelona, 105. Sensationell richtig. Sensationell. Aber Nou Camp oder Camp Nou passen nicht mehr ganz über 100.000 rein. 98.000, aber das reicht noch. Und hast du auch Barcelona getroffen? Aber ich bin mir sicher, du bist nah dran. Ja, da ist so, Stefan war ein bisschen in Dortmund unterwegs. Und das ist der Punkt für Johannes. 3-2 für Johannes. Nur noch ein Punkt und Johannes
hat dieses zweite Spiel gewonnen und wir spielen die nächste Frage. Wo spielt der Filmklassiker Der dritte Mann? Na klar. Was, weißt du nicht? Doch klar, ich wollte nur ein bisschen anders. Ja, ohne Grenzen ist das der echt Schrift schwer. Ich weiß, ohne gedrückt zu werden. Ausnahmsweise, wo ich bei Filmen sonst überhaupt keine Ahnung habe, kenne ich den zufälligerweise, den Film. So. Ich kenne nur Der unsichtbare Dritte. Ich darf den Tipp geben, wer ist es nicht? Ah. Psst. Wo werden hier Tipps gegeben auf einmal? Ja, dass der dritte Mann nicht der unsichtbare Dritte ist, das kann man schon mal sagen. Ach, das wird verraten. Ja, weil da steht ja der dritte Mann, der Film heißt ja so. Da hätte man auch den Tipp geben können, Dortmund ist es nicht. Aber hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Naja, ich will es mal durchgehen lassen. Ich glaube, es ist ganz weit hier. So. Ja, das könnte auch ein bisschen einloggen weiter bitte. Im Süden sein, das könnte ein bisschen weiter noch im Osten sein, vielleicht ein bisschen weiter im Süden oder im Westen. Okay, drücken bitte. Also mal gucken, da hier, so ungefähr. Habe ich okay gedrückt? Ja, du hast okay gedrückt. So, was sagst du, Stefan? Wien. Wien ist korrekt. Ja, dann ist das deiner. Getroffen? Nee, ja, keine Ahnung. Verteilt mal die Punkte nicht zu früh. Hat Stefan Wien getroffen? Ja, was sagst du denn eigentlich, Johannes? Ja, das ist ungefähr. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kenne den Film nicht. Ich bin zu jung dafür. Was heißt das denn? Ist doch nicht Der unsichtbare Dritte. Orson Welles, 49. Und das ist der Punkt für Stefan. Wie weit war ich daneben? Das war nicht viel. Ist aber auch schon wieder weg. Stör dich nicht drum. 3-3. Unglaublich spannend. Wer jetzt den nächsten Punkt macht, hat dieses Spiel gewonnen. Und hier ist die eventuell letzte Frage. Wo liegt der weltweit wichtigste Handelsplatz für Diamanten? Ja. Der wichtigste Handelsplatz für Diamanten? Einfach ist es. Wo liegt der weltweit wichtigste Handelsplatz für Diamanten? Johannes hat schon eingeloggt und weiß es. Keine Ahnung. Stefan. Für Diamanten? Überlegt immer noch, wie die Melodie vom dritten Mann ging. Sehr schön. Krieg ich dafür einen Punkt? Nein. So, einen halben. Komm, weißt du es nicht, dann drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, die werden wahrscheinlich aus Afrika hierher verschifft und kommen mit dem Schiff irgendwo da oben an, vielleicht in... Ja. An der Küste. Ich weiß es nicht, wo sie... So genau wollen wir es nicht wissen. Ich guck mal vielleicht hier so in Rotterdam oder so. Weiß ich, so. Da ist Rotterdam da. Da irgendwo ist Rotterdam. So. Einloggen bitte auf OK. Warte mal, ich bin ein bisschen im Meer im Moment noch. Ach so. So, Gott, dann haben wir es. Würde ich auch so in der Richtung vermuten. Du wusstest es auch nicht genau? Nein, ich weiß es. Es müsste Rotterdam sein, ja. Ach echt? Ich Nein. Ich Oder ist Amsterdam? Geraten. Nein. Auch nicht. Es ist Antwerpen. So, Antwerpen ist die richtige Antwort. Und wie weit seid ihr von Antwerpen entfernt? Ja, sehen wir mal. 70% des Welthandels. Ja. 4 Diamantenbörsen. Oh, ihr beide. Oh, fast gleich beide. Wer und ist wo ist Antwerpen? Ganz knapp, es sind 6 Kilometer. 6 Kilometer, unfassbar. Unfassbar. Das ist der Sieg für Stefan in diesem Spiel. Das ist doch Wahnsinn. Oh, das wird ein taffer Abend, ich merke schon. Wir gucken schnell auf den Zwischenstand. Du weißt echt Bescheid, muss man sagen. Ja, aber du auch. Und deshalb gucken wir auf den Zwischenstand hier. Das sind 3 Punkte für Stefan. 0 für Johannes, aber sehr, sehr spannend. So, jetzt macht mal Platz. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist das dritte Spiel. Spiel Nummer 3. Was machen wir? Wir gehen ein wenig klettern, liebe Freunde. Aber... nicht lausig mit Räuberleiter, sondern so wird das Ganze aussehen. Wir klettern auf eine Höhe von 22 Meter. Das ist draußen aufgebaut. Ist das der Hammer? Und wann immer es sehr, sehr sportlich wird hier bei Schlag den Raab, darf natürlich ein Mann nicht fehlen. Guten Abend, Tobias Drews. Hallo, guten Abend. Tobias. Hallo.
wird uns gleich dieses Spiel kommentieren. Tobias, sehr, sehr spannend heute. Was meinst du beim Klettern? Wer hat Vorteile? Ja, man muss ja vor allen Dingen hoch hinaus wollen, um hier heute die Million zu gewinnen. Also von daher ist das mit dem Klettern bestimmt eine super Disziplin. Ich bin auch mal ganz gespannt und bin froh, dass ich hier oben in meiner Kommentatorenbox in sicherer Entfernung bleiben darf, weil vor der Höhe hätte ich schon einiges an Respekt. Also 22 Meter, da müsst ihr gleich um die Wette hoch und das nach einer kurzen Pause. Gleich wird geklettert bei Schlag den Raab. 22 Meter hoch nach einer kurzen Pause. Bei Schlag den Raab. Und wir haben es gerade gesehen, was gleich ansteht, wenn man die beiden Helme sieht. Die nächste Disziplin wird eine Fahrradtour mit Rudolf Scharping sein. Nein, nicht ganz, sondern obwohl ihr beide ein Helmgesicht habt, wie ich finde, es wird geklettert. Es wird geklettert, aber bevor wir klettern, schauen wir uns natürlich den Zwischenstand an. Also ein ganz, ganz enges Match ist das heute Abend. Stefan hat die ersten beiden Spiele gewonnen und führt mit 3:0, aber da ist ja noch gar nichts entschieden, denn jetzt wird geklettert, das ist das dritte Spiel und es gibt 3 Punkte. Und wir gehen mal raus und man sieht, ihr habt euch professionell angezogen. Ja, das macht auch so sehr einen schönen Unterbauch, ja, sehr gut, die Windel, aber Sicherheit geht natürlich vor. Stefan hat noch ein bisschen Magnesia in der Hand. Bist du denn schon mal geklettert? Ja, aber ist schon eine Weile her. Was also heißt eine Weile? So, sagen wir mal so 7, 8 Jahre, was ja für mich schon fast ein halbes Leben ist. Das ist natürlich richtig. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin mal so auf Berge geklettert, aber wie man das so macht, mit Spazierengehen und zwischendurch mal über einen Felsbrocken steigen. Aber an so einer Kletterwand ernsthaft hochgeklettert. Was waren das für eine Höhe damals, Johannes? 6, 7 Meter, also wesentlich niedriger als hier. Das ist richtig. Ich erwähne noch mal ganz kurz, wie hoch wir diesen Parcours aufgebaut haben. 22 Meter. Ach, du lieber Gott. 22 Meter. Guckt euch das mal an, liebe Freunde. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Ich weiß nicht, aber einmal hier über die Treppe. Von hier unten sieht es gar nicht so schlimm aus, aber man darf halt nicht runtergucken. Was heißt, du hoffst, der hat keine Höhenangst? Du musst den wegbaulern. Das ist doch die Spielregel heute. Also. Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr werdet sofort natürlich diese Frage stellen wollen. Es sind exakt die gleichen Parcours, ja, auch wenn teilweise natürlich die Farbe etwas variiert, aber es sind exakt die gleichen Parcours. 22 viel Spaß. Ja, danke. Meter hoch. Stefan, einmal tauschen bitte. Achso, einmal muss tauschen. Ja. So. Ja, gibt es da eine Technik oder? Einfach reingreifen. Und dann probieren oder was? Und dann probieren. Und was muss man oben machen? Muss man was? Oben gibt es eine Glocke. Und wer als allererstes oben die Glocke bimmelt, der hat das Spiel gewonnen. Wir haben eine Maximalzeit von 6 Minuten. Wer bis 6 Minuten nicht oben ist, dann schauen wir. In dieser Sekunde wird abgerechnet. Ja. Und wer nach 6 Minuten höher geklettert ist, der hat dieses Spiel gewonnen. Okay, so einfach ist das. Denkt einfach dran, oben wartet Rapunzel auf euch und dann wird das schon klappen. Und habt keine Angst, ihr seid gut gesichert. Fast alle Griffe haben wir auch angeschraubt. Den Puderbeutel noch mal kurz hier. Okay. Für ein paar reichte die Zeit nicht mehr, aber das wird schon gehen. Ihr seid ja am Seil. Ja, seid ihr bereit? Sonst viel Spaß. Ja. Alles okay? Johannes, du bist fit? Ja, gut. Stefan? Ja. Hände an die Dornen. Maximal 6 Minuten. Der Erste betätigt oben bitte die Glocke. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Und wir haben ungefähr 4 Grad Außentemperatur. Man kann aber sagen, beim Anblick dieser Höhe von 22 Metern, die beiden Kandidaten mit Sicherheit schon mal schockgefrostet. Also wer kommt da jetzt besser nach oben? Es sind unterschiedliche Tiefen in diesen Grifftaschen. Die sind nicht nur unterschiedlich eingefärbt, sondern da muss man eben schauen, wie komme ich da wirklich mit den Fingern rein, wo muss ich mich mit den Beinen abstützen. Und man sieht, Stefan legt schon ordentliches Tempo vor und auch einiges an Metern.
Hier kann man es gut sehen. Also unterschiedliche Grifftiefen. Erst einmal sich reintasten, umzuschauen. Wie mache ich das am sinnvollsten? Man sieht auch, man kann nicht einfach nur gerade hochklettern. Da gibt es die Trittwechsel. Man muss zum Teil ein bisschen quer gehen. 10 Meter sind erreicht bei Stefan. Und das ist noch nicht mal die Hälfte. Und hier sieht man die Schwierigkeit. Wie gesagt, es geht nicht einfach nur gerade nach oben. Man muss auch nachdenken, man muss sich absichern und man muss überlegen, wie komme ich jetzt mit dem Bein am besten weiter oben. Also die Kollegen, die das Ganze absichern, dann muss ich da keine allzu großen Sorgen machen. Aber mulmig darf einem schon sein. Die Experten in dieser Sportart sagen, man verkrampft häufig zu sehr in den Armen. Man braucht natürlich richtig starke Unterarme. Man kann aber auch ganz viel mit den Beinen regeln und sozusagen mehr wirklich mit den Füßen klettern und die Arme mehr nur zum Abstützen benutzen. Hier sieht man, Stefan macht es halt auch anders, hängt sich da richtig rein und zieht sich beinahe hoch. Scheiße. Ja, mal tief durchatmen, aber besser nicht nach unten schauen. Die Zeit läuft mit. Es sind noch keine 2 Minuten vorbei. Also Zeit wäre noch genug. Vielleicht ein bisschen Unterstützung vom Publikum. Man kann das ja draußen hören. Und ich kann mir vorstellen, beide, die hier an der Kletterwand hängen, können davon ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Johannes kommt näher. Stefan versucht, den Abstand zu halten. Zieht jetzt noch mal an. Es sind nur noch wenige Handgriffe und das sieht gut aus. Hat das schon geschafft. Noch ein Schritt, noch einmal ziehen. Und jetzt irgendwie ran an die Glocke und weiter klettern. Jetzt nicht im letzten Moment noch den Fehler machen, da war's. Ja, da kann man genau ablesen, nach diesem Gesichtsausdruck, was das für eine Kraftanstrengung ist, aber natürlich auch für eine Nervenanspannung. 22 Meter, das klingt leichter als es ist. Einmal durch, was muss ich machen? Die Frage, falls Sie es nicht gehört haben. Erstmal durchatmen und jetzt wird er abgeseilt und dann wieder nach unten. Johannes! Oh, bitte! Soll ich dich mal losmachen? Wie war's? Du hast alles gegeben, aber... Ja, kalte Hände. Unfassbar, dass der mit gefühlten 105 Kilo so weit nach oben kann. Ich möchte nicht so an dir rumfummeln. Komm doch ruhig rein. Woran hat's gelegen? Ja, Hände sind kalt geworden. Und dann, als ich gesehen habe, dass Stefan schon so weit weg war, war schon was oben. Vielleicht lass es lieber Kraft sparen. Hilft ja nichts, da jetzt hier... Meine Arme tun eh schon weh. Ich musste ja beim Interview schon Liegestütze machen. Das ist natürlich... Ja, aber das ist einige Wochen her. Die Hände werden echt kalt, das ist sehr unangenehm. Das ist fies, also Tobias Rees hat gerade schon gesagt, minus, ja nicht ganz minus, aber 4 Grad Außentemperatur, das sind gefühlte Minusgrade. Stefan, kann das sein, dass bergab langsamer geht als bergauf bei dir? Da kommt er. Unglaublich. Hat es ein bisschen Bock gebracht oder war es nur schlimm? Ein bisschen langsam losgeklettert auch. Ja, man hat gesehen, also der Start war schon so ein bisschen verschlafen. Ja, ich habe gedacht, es ist besser irgendwie... Langsam zu klettern, 6 Minuten sind dann doch recht fix. Aber ja, letztendlich dann doch die falsche Taktik. Ja, dann gratulier mal fair. Hier ist der Sieger, aber man sieht, er pfeift schon auf dem letzten Loch. Ja, bisschen weiter unten. Ja, Stefan, Gratulation. Nicht schlecht. Boah, ich habe echt gedacht, ich stürze ab. Bist du doch nicht. Bist Bei du letzten Metern kannst du dich echt nicht mehr halten. Sehr gut. Unfassbar. Aber da kriegst du schon Muffen ein bisschen da oben, wenn du denkst. Hast du mal runtergeguckt? Nee. Das war keine Zeit. Wir schauen uns mal den Zwischenstand an, liebe Zuschauer. Also, auch diese Partie geht an Stefan Raab. Das heißt, 6:0 für Stefan. Aber, Johannes, es ist ja noch alles drin. Wir haben eine Grafik mal für dich vorbereitet oder aber auch für Stefan, wenn es gleich andersrum steht. Und daran können wir sehen, dass noch gar nicht viel passiert ist. Guck mal, also nach 6 gespielten Punkten. Ja, sieht es so aus und die gelben Kuchenstücke, 114 Punkte, die gibt es noch zu vergeben. Also da ist noch alles drin. Stefan, was ist los? Ich bin immer noch alle. Ich musste ja 15 Kilo mehr raufschleifen als der Johannes. Ja, aber es hat sich gelohnt. Ja. Du sahst
Jetzt mal Ruhe hier, die sind doch weg jetzt. Was soll das denn? Du sahst ein bisschen aus wie eine Weinranke auf Speed da an der Wand, aber das hat sich gelohnt. 6:0 für Stefan, aber es ist ja wie gesagt noch alles drin. Noch ist alles drin, liebe Zuschauer. Auch Johannes' Selbstbewusstsein bröckelt, nur geringfügig. Wir schauen uns mal das nächste Spiel an. Was haben wir für euch Schönes vorbereitet? Spiel 4 heißt Musik. Unser beliebtes Musikspiel. Wir haben einige Prominente hintereinander geschnitten, sodass eine Melodie dabei herauskommt. Und ihr betätigt dann eure schönen Buzzer. Und dann habt ihr genau 5 Sekunden Zeit, wenn ihr gedrückt habt, eine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Und ihr habt beide nochmal die Möglichkeit, für dieses Lied euer Voting abzugeben, beziehungsweise zu sagen, welcher Song das ist. Wer als erstes 5 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir machen mal ein Beispiel, damit ihr wisst, was wir vorhaben. Hier ist das Beispiel und ihr drückt schon mal mit dem Buzzer mit. Stefan? Geile Zeit. Geile Zeit, ja, das wäre dein Punkt gewesen. Kriege ich aber wahrscheinlich schon wieder nicht. Nein, denn du erkennst an meinem Konjunktiv, das war nur ein Beispiel. Aber so geht es. Johannes, du bist DJ. Ja, ja, aber also nicht Kopf in Sand. Ja, ja. Ja, aber. Ja, aber also, nur wenn ich, genau, hallo, nur. Nee, eher so. Nur so Haus oder so? Also Yo-Yo, diesen. Yo-Yo, okay. Ja, gut. Ghetto, Senna. Du hast Hans-Werner Olm gesehen, das ist auch genau seine Musik, vielleicht ist das dabei. Also, es geht los. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Und hier ist Lied Nummer 1. Stefan. Go West. Go West von den Pet Shop Boys. Hier ist die Auflösung. Go West, die Pet Shop Boys. Erster Punkt für Stefan. Und hier ist Lied Nummer 2. Das war auch knapp, das war die Nationalhymne. Welche? Die deutsche. Ja, das war sie, glaube ich. Und wir nehmen Haltung an zu Hause und hören sie uns nochmal formschön an. Ja, Vaterland und so weiter. Punktestand 2:0 für Stefan. Hier kommt Lied Nummer 3. Das war's schon. Keine Idee? Dann hören wir doch noch mal rein. Hallo, jemand zu Hause bei euch? Kann man das noch mal hören oder wäre das zu viel verlangt? Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber einmal noch, weil bitte. Heute Samstag bitte ist. Einmal noch. Weil heute Samstag ist. Ihr wisst es nicht? Kann ich nicht zuordnen im Mund. Never ever gonna. Texas Lightning, so eine Scheiße, ja. Was? Texas Lightning, no, never. Gut, Schwamm drüber. Wir haben ja noch ein schönes Liedchen für euch und das geht so. Stefan? Que sera, sera. Ist richtig. Jawohl, que sera, sera. Und das ist Stefans 3. Punkt. Johannes, was ist los? Ja, die Lieder sind natürlich nicht gerade einfach zu hören, finde ich. Findest Muss du? Muss man mal sagen, kann er gut. Ich aber auch. Jetzt kommt vielleicht eins für dich. Hol auf bitte,
Mach es spannend. Ein Song für euch beide, der so geht. Super Trooper. Super Trooper, aber und auch. Da können wir ein Häkchen hintermachen. Wir schauen es uns an. Ich kann nicht mal sagen, es ist am Fernsehen leichter, da kann ich es ja auch nicht. Irritieren dich die Gesichter, das würde ich verstehen. Da musst du als DJ mal anständige Musik auflegen. Das wäre es ja, stimmt. Vielleicht. So, Johannes, reiß dich zusammen, 4:0. Das ist ein Matchball für Stefan. Beim nächsten Punkt hat er auch dieses Spiel gewonnen. Hier ist Lied Nummer 6. We are the champions. We are the champions. Ja. Yeah. Punkt 5 für Stefan Raab. We are the champions von A Queen. Wow. Ja. Das ist richtig gewesen und das war eine Klatsche. Ja. Aber komm, der Abend ist noch lang. Hier schauen wir uns auf. Die hier vergeben werden. Ja, leider die kleinen Punktzahlen, um die es geht im Moment. Schwarz auf Gelb mal den Zwischenstand an. Also auch dieses Spiel geht an Stefan. Das war Spiel Nummer 4 und damit sind wir zweistellig. 10:0. Aber als Motivationsspritze für Johannes nochmal unsere Tortengrafik. Guck mal, also alles in Butter. Wenn du langsam ein bisschen in den zweiten Gang schaltest, dann ist noch alles drin heute Abend. 110 offene Punkte gibt es noch und wir legen gleich weiter los mit unserem 5. Spiel. Schauen wir uns mal an, was wir da für euch Schönes vorbereitet haben. Das wird vielleicht Johannes gefallen. Badminton! Ja. Wir spielen eine Runde Badminton. Ja. Stefan hat immer noch schön den Zittermaxe vom Klettern. Also wir spielen gleich Badminton, in Köln auch liebevoll Tuckentennis genannt. Und gleich spielen wir Badminton hier bei Schlag den Raab. Und es geht heute Abend um eine satte Million Euro. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir sind zurück, live aus Köln bei Schlag den Raab und es geht um 1 Million Euro. Und Stefan macht sich warm, Johannes steht noch ein bisschen angewurzelt da. Oh. Komm, dehn dich ein bisschen, Junge, du musst Punkte gut machen. Ich war doch Werbung machen. Ja, aber trotzdem, jetzt geht es in die Vollen und hier ist nochmal der Zwischenstand. Das heißt, eine klare Führung für Stefan, 10:0. Johannes, was ist los? Ja, ich würde es gerne auf die Nervosität schieben, aber leider war er einfach besser. Er war dem, sehr stark. Was du bis jetzt gemacht ja, hast. Es war aber wirklich spitz auf Knopf bisher. Wie sieht es bei dir mit Badminton aus? Noch nie gespielt. Wo spielen wir das? In Korea, glaube ich, machen die das ganz gerne, oder? Noch nie gespielt. Das sind ja perfekte eines, Voraussetzungen. Das ist eines der wenigen Spiele, was ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Nach Federball auf dem Rasen, aber ich kenne noch nicht mal die Regeln. Ja, dafür haben wir ja Carsten. Hallo Carsten, hallo. Dein Applaus. Du bist Bundesliga-Schiedsrichter und der erklärt euch das. Die Badminton-Regeln sind modifiziert worden in diesem Jahr. Die gibt jetzt ganz neue. Das heißt, man kann jetzt mit jedem Aufschlag einen Punkt machen. Ne? Das ist richtig. Also jeder Ballwechsel führt zu einem Punkt, so wie ähnlich wie beim Volleyball und beim Tischtennis. Und der Gewinner des Ballwechsels hat dann das nächste Aufschlagrecht. Und wir spielen einen Satz, Jungs, bis 15, aber 2 Punkte Abstand, das ist wichtig. Und bis maximal 21, das ist die Zählweise. Und dann, wenn es dann keine 2 Punkte Abstand hat, was ist dann? Also es ist so... Bei 15 braucht man mindestens 2 Punkte Vorsprung, ja. Dann spielen wir bis 21. Wenn es da keinem gelingt, 2 Punkte Vorsprung zu haben, haben wir bei 20 beide den letzten Ballwechsel. Also ein okay. Matchball. Ne? Aber bis 15 kann ein Satz beendet sein. Sag noch mal ganz kurz was zu den Linien, weil es genau. Sind ja einige heute Abend hier aufgebaut. Also wir haben schön viel aufgemalt. Ihr wollt ja einzeln spielen. Ja. Also extra für euch nur die innere Seitenlinie, damit ihr euch okay. Nicht so viel bewegen müsst. Und ja. Aber dafür die hintere Grundlinie. Ah. Ach so.
Nee, ganz hinten. Das ist die Auslinie, ganz hinten. Ja, richtig. Und dann die anderen schönen Linien haben wir dann für den Aufschlag. Ihr müsst immer diagonal aufschlagen. Das heißt, wer von rechts aufschlägt, muss dann diagonal rüberspielen. So, das ist der Ball, der dazugehört. Moment, der muss dann in diesem Feld ankommen, ne? Ja, du musst auch da drin stehen. Wenn ich jetzt merke, dass der Alexander den Ball falsch... Das ist Johannes. Johannes, Entschuldigung. Wir kommen dann auf Alexander. Der Johannes, natürlich. Den Ball in das Feld schlägt, gleich einfach auf den Boden fallen und ich habe einen Punkt. Genau. Ah. So ist es richtig. Und man muss dann auch, wenn man annimmt, in dem Feld stehen. Genau. Und bei hier, wenn Günther dann rüberschlägt in meinem Feld, dann muss ich da... Ja. Meine Damen und Herren... Ja, verpulver deine Schlagfertigkeit mal nicht in den Sprüchen, sondern hau mal beim Spiel so rein. Ich hatte zufällig mal einen Lehrer, der hieß Johannes Rieck. Und deswegen, weil du Rieck, heißt doch Riecks, oder? Deshalb hast du ihn Alexander genannt. Ja, genau. Alexander hieß. So. Ah, ja. Jetzt. Gut, Sie merken, meine Damen und Herren, der Sauerstoff und das Blut ist schon langsam in den Beinen bei unseren beiden Protagonisten. Das ist ein Ball, der heißt Shuttlecock auf Englisch. Warum heißt ein Ball beim Badminton Raketenschwanz? Was soll das? Keine Ahnung, kommt aus England. Gut, okay. Damit haben wir das auch beantwortet. Und alle Freunde von Peter, die können sich wieder hinlegen, weil das Ding ist aus Kunststoff und nicht aus echten Federn. So, jetzt müssen wir natürlich noch werfen, wer anfängt, wer Aufschlag hat. Eine Münze hochschmeißen. So. Schläger? Ja. Ach so, oder Ball? Schläger oder? Ach, das ist Ball, okay. Das ist ein Ball, eindeutig. Sieht so ähnlich aus. Nehme ich, hier, fang, mach du doch. Ja, nehme ich den Ball. Ja. Das ist ein Ball. So, hoch damit. Schläger. Was hast du genommen? Das andere. Ich habe vergessen. Ball. Gut. Das heißt, ich gebe an, oder was? Du gibst an, oder du kannst auch Rückschlag wählen, wenn du möchtest. Ach so. Wenn du willst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aber wir dürfen uns ein bisschen. Moment. Dürfen wir mal einschlagen? Ja, ein bisschen einschlagen. Komm, Carsten. Starten wir spielen. Also ein bisschen hoch auf den Bock. Viel Spaß und wie immer, Tobias dreht. Wie oft? Zwei, dreimal? Und vielleicht heißt der Federball ja deswegen Raketenschwanz, weil man Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern gemessen hat, wenn man da also volle Kanne dahinter schlägt. So könnte sich dieser Name erklären. Ansonsten ein Blick ins Badminton-Lehrbuch. Da steht, die Regel heißt IGEA, isoliert gespannte, erregte Aktionsbereitschaft. Das soll die Grundhaltung eines Spielers sein. Also das wollen wir jetzt mal genau beobachten. Ich kann jetzt irgendwo hier stehen in dem Feld? Ja klar, überall. Ich sag, wenn es losgeht. Okay, ach so. Fertig? Selbstverständlich. Ja. Meine Damen und Herren, zu meiner Rechten, Johannes. Und zu meiner Linken, Stefan. Stefan schlägt auf, null beide, bitte spielen. Oh, shit. Ja. Oh. 1-0. Der wäre wahrscheinlich gar nicht ins Feld also gegangen, oder? Mit Augenmaß gespielt. Und jetzt von links? Von links nach rechts, okay. Na, da muss man da einiges denken. Man sieht, wie schwer das ist, diesen Federball wirklich einzuschätzen, wie weit er fliegt und wo er dann zu Boden fallen will. Sehr gut. Erster Punkt für Johannes, gut dagegen gehalten. Ah, shit. Gut. Zwei Beine. Aber ganz knapp. War ganz knapp, aber war noch gut. Ah. Aus. Ja. Aufschlagwechsel 3-2. Von hier? Von links, von hier. Ja, man kann ruhig mal den Gegner ein bisschen laufen lassen, auch ein bisschen taktisch spielen. Oh, und es ist nicht leicht, das einzuschätzen. Wie weit fliegt der Federball und wie trifft man ihn dann am besten? Aber immerhin ist er eingefärbt, also man müsste ihn einigermaßen gut sehen. Ein schöner Ballwechsel, gut gemacht. Auf der Wechsel 3-4. Ah, aus. Das Geräusch hat mir sehr gut gefallen. Auf der Wechsel, das 5-3. Von links, ja, wenn man tricksen will, das klappt nicht immer. So. Von hier, Entschuldigung. Und auch hier muss der Oberschiedsrichter eingreifen. Ah! Gut abgefangen. Auf der Wechsel 4-5.
auf der Wechsel. Ein einfacher Punktgewinn für Stefan. Also 6-4 für Stefan. Hier nochmal zu sehen. Ja, man konzentriert sich voll. Das sieht aus wie bei Boris Becker. Die Zunge kommt raus. Und der Punkt wird gemacht. Auf der Wechsel 5-6. 5-6. Johannes kämpft sich ran. Es ist noch alles möglich. Da kommt der Frust schon langsam durch, ja, wenn man sich viel vornimmt und das dann nicht umsetzen kann. Und dann lässt da schon die Konzentration nach. Und hier wie die Großen richtig von links, bitte. Von engagierter links. Ball. Von links. Das sind die einfachen Fehler, die Johannes immer so weit nach hinten fallen lassen. Ja, die typische Situation, man denkt, ach, der geht aus, wenn es ein Tennisball wäre, würde der bestimmt ganz weit fliegen. Hier wird nachgedacht und dann auf einmal ist es zu spät, um noch zu reagieren. Acht beide. Wieder unentschieden. Man hat noch kein Gefühl für die Größe des Feldes. Auf! Glück für Johannes, der nun vorne liegt. Also möglicherweise ist das die Situation, auf die er gewartet hat. Jetzt dranbleiben. Aus, auf, nach Wechsel, 9 beide. Von links bitte. Es bleibt dabei die einfachen Fehler. Ja, endlich mal ein richtiger Ballwechsel. Wenn man es dann immer von oben probiert, ist es natürlich ganz schwer. Auf der Wechsel 10-9. Und allzu lange wird das ein Federball am Becken nimmt den Schläger nicht mitmachen. 1,52 Meter übrigens die Netzhöhe. Ja! Ja! Und gerade noch auf der im Feld. Zehn beide. Also das ist hier Millimeterarbeit. Hier sieht man es nochmal. Ja. Von rechts. Schon geschmettert von Johannes. Also jetzt wird es langsam richtig eng. Wir kommen zu den ganz entscheidenden Punkten. 11-10 liegt Johannes vorne. Oh. Fehler. Das tut mir leid. Auf der Wechsel. Und über diese Fehler wird er sich natürlich ganz besonders ärgern. Das ist wirklich bitter. Von links. Er schenkt Stefan hier die Punkte. Ja. Oh shit. Ja! Ja! 12-11. Scheiße, das geht nicht. Hey, hey, hey. So, also es geht um 1 Million Euro. Da darf man sich jetzt nochmal richtig anstrengen. Alles abrufen. Gut gesehen. Ihn laufen lassen. Hervorragender Punkt von Johannes. Das hat er richtig gut gemacht. Das war ein Big Point. Von rechts, bitte. Von rechts. Ah, was ist denn los? Mann! 13-12. Tja, der Geist ist willig. Das Fleisch schon relativ schwach. Also, das sind nur noch wenige Punkte. Ja! 14-12 für Stefan. Und das ist ein Matchball. Wird er sich das nochmal nehmen lassen oder macht er jetzt den Sack zu? Er konzentriert sich. Was kann Johannes noch abrufen? Vielleicht ein paar lange im Spiel halten, das könnte eine Idee sein. Mit einer Abwehrbewegung gerade noch den Federball getroffen. Also 15 Punkte. Klasse, er hat diesen Satz gewonnen.
gewonnen von Stefan mit 15 zu 5. Johannes, du ärgerst dich zurecht. Mann, was für ein enges Ding. Den nehme ich mit und schenke ich ihn. Oder? Wollen Sie den haben? Der John McEnroe aus Köln-Mühlheim, meine Damen und Herren, hat wieder zugeschlagen. Glück hat er. Wahnsinn. Carsten. Danke. Vielen Dank. Ich weiß, es war aus deiner Sicht ein bisschen Not gegen aber Elend, aber was will man machen? Was? Ein bisschen, aber was man machen muss. Ja klar, lernt man voll schnell. So, das war spannend, aber nichtsdestotrotz wieder ein Sieg für Stefan. Und so sieht es aus nach 5 gespielten Matches. 15 zu 0 für Stefan gegen Johannes. So langsam, Johannes. Dürftest du anfangen, Punkte zu sammeln, aber noch ist nichts verloren. Hier ist die Torte für dich. Also 15 Punkte sind gespielt, 105 Punkte werden noch rausgehauen von uns. Alles ist noch drin, aber ein Tipp, fang jetzt langsam mal an. So, ihr zieht euch bitte um. Hier sind unsere formschönen Kabinen für euch vorbereitet. Und ja, ich muss mal hier analytisch nachfragen in der Fan-Ecke von Johannes. Was ist denn los mit ihm? Ja, der hat sich jetzt ein bisschen zurückgenommen, um ihn anschließend so richtig abzuziehen. Also der hält sich jetzt erst zurück und kommt. Ja. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, aber es wäre schön, wenn er kommt, bevor die Abspannmusik ertönt. Du bist aber trotzdem noch verliebt in ihn, oder? Natürlich. Auch wenn, er so schwitzt, das sieht ja besonders attraktiv aus bei Männern. Ja, Frauen stehen doch auf Männerschweiß. Absolut. So seine Bewegung auf dem Badminton-Court, war das okay? Ja, einigermaßen. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum das in Köln Tukentennis genannt wird. Aber okay, er hat es noch nie gespielt, insofern ist noch alles drin. Sag mal, coach ihn jetzt mal bitte. Du hast die Chance jetzt zu sagen, er hört dich auch. Was muss er besser machen? Ja, er macht, glaube ich, alles richtig. Die knappen Siege, das sind die schönsten Siege und ich hoffe, den feiern wir heute noch. Ja, du weißt aber schon, dass er 0 Punkte hat bisher, ne? Ja, das macht ja nichts. Also wir rollen das Feld von hinten auf und ich bin mir da ganz sicher, dass er den Kopf nicht hängen lässt und... Das wird er nicht tun, denn, Ladies and Gentlemen, wir haben es an dieser Stelle schon öfter erwähnt, es geht heute Abend um 1 Million Euro. Also, da wird niemand den Kopf hängen lassen. Alle sind wieder adrett gekleidet. Johannes, du hast es mitbekommen, deine Crew steht noch hinter dir, besonders deswegen, weil natürlich hinterher die Party dabei rausspringen soll, die du geben willst. Stefan, wie er fit? Hast du noch einen Tremor? Oder? Ja, was habe ich? Ein Tremor schön hier? Ja, vom Klettern noch, ja. Ja, aber was trinken. Hat ja geklappt. Ja, also ich finde, man lernt das ganz relativ schnell. Man weiß zumindest, was man machen muss. Man hat am Anfang kein Gefühl für die Feldgröße und wie fest man schlagen kann und so. Aber es geht eigentlich relativ zügig. Jetzt hat der Johannes, ne? Ja. Hat mir aber auch ein bisschen geholfen. Es war knapp. Hätte er da nicht zweimal den Aufschlag vermasselt? Zweimal? Ja, Aufschlag war nicht deine Stärke. Blödheit, das war. Aber am Netz warst du sehr, sehr stark, Johannes. Nice. Aber es hat hinten raus leider nicht gereicht. Aber wie gesagt, jetzt geht es ja wieder in die Vollen. Wir haben ein weiteres schönes Spielchen für euch vorbereitet. Und das heißt so. Stimmt's, unser beliebtes Stimmt-Spielchen. Das heißt, wir gehen zum Pult. Und hier geht es weiter. Also, die Regeln wie in der ersten Ausgabe von Schlag den Raab. Ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert. Und dann habt ihr 5 Sekunden Zeit, um euch zu entscheiden, ja, die Behauptung stimmt oder nein, die Behauptung ist nicht richtig, sondern falsch. Könnt ihr mit den Fingern machen, könnt ihr auch mit den Stiften machen. Die Felder sind groß genug. Wenn ihr falsch liegt, bekommt ihr ein X, also ein Kreuzchen. Und wer als erstes 3 Kreuzchen hat, der hat dieses Spiel verloren. Also diesmal zählen wir die negativen Punkte. Bei Gleichstand spielen wir so lange, bis einer einen Fehler macht. Also klassisch Sudden Death. Alles klar? Geschwindigkeit ist egal, oder? Bitte? Geschwindigkeit ist egal. 5 Sekunden, sagt er. Ja, gut, aber wer schneller ist, ist dann unendlich. Das ist egal, weil jeder muss ja eine Antwort geben. Allerdings innerhalb dieser Sekunden muss eine Antwort gegeben werden. Keine Antwort ist eine falsche Antwort. Wir machen mal ein Beispiel für euch. Der größte Feind der Schlümpfe heißt Gunter Gabriel. Stimmt's? Da würde ich sagen, ja. Ja, logisch, oder? Der ist der größte Feind von allen Wesen. Gut, ihr würdet beide ja sagen. Und das wäre leider falsch, denn dieser Kamerad heißt Gargamel. Optisch
bisschen zu verwechseln, aber man muss bei einer Million natürlich auch aufpassen, was man da sagt. So, so geht es los. Hier ist die erste Behauptung für euch. Alle Maulwürfe sind blind. Stimmt's? Beide sagen ja und beide haben ihr erstes X, denn es ist falsch. Aha. Die Augen sind nur zurückgebildet, aber sie sind nicht blind. Dafür können sie unter anderem ausgezeichnet riechen, aber sie können sehen. Ja, sie sind nicht blind. Nicht ganz so blind wie ein Maulwurf. Richtig, daher kennen wir dieses berühmte Sprüchlein. Gut, das geht ja schon mal gut los. Für zwei schon ein X und hier ist die nächste Behauptung. Eines der Teletubbies ist grün, stimmt's? Stefan sagt ja, Johannes sagt nein. Und es gibt ein grünes Teletubbies. Ja. Ja, das heißt nämlich Dipsy. Da sehen wir es. So, Dipsy ist grün, das wusste Stefan. Denn er hat es hinten im Auto auf der Ablage stehen. Das zweite X für Johannes. Beim nächsten Fehler, Johannes, bist du auch bei diesem Spiel leider schon ausgestiegen. Also Konzentration, hier ist die nächste Behauptung. Auf der Rückseite der deutschen 1-Euro-Münze ist das Brandenburger Tor abgebildet. Stimmt's? Zeit ist um. Johannes sagt nein, Stefan sagt ja und diese Behauptung stimmt nicht. Also das zweite X für Stefan, denn auf der Rückseite ist der Bundesadler. Da sehen wir es, der Bundesadler ist auf der Rückseite, das Brandenburger Tor ist auf der 10, 20 und 50 Cent Münze. Wow. Das heißt, es kommt jetzt drauf an. Das ist richtig kommentiert an dieser Stelle. Wer das nächste X holt, der hat dieses Spiel verloren. Und hier ist die nächste Behauptung von uns. Nido D'Angelo ist ein Künstlername. Stimmt's? Ich würde sagen, nein. Der Name ist so scheiße, der kann nicht. Beide sagen nein. Und Nino D'Angelo heißt in Wirklichkeit Gerhard Gorgoglione. Es ist wahr. Domenico Gerhard Gorgoglione. Und das ist für euch beide wieder ein X gewesen, aber unentschieden. Das heißt, wir spielen Sudden Death. Also weiter geht's bis zum nächsten Fehler von einem von euch beiden. Hier ist die nächste Behauptung. Kiri Trost, Narsk und Torpak gehören zu den 12 größten Städten in Russland. Stimmt's? Beide sagen ja. Und diese drei Namen sind völlig frei erfunden gewesen. Ja, Kiri Trost, Narsk, Torpak haben wir uns wenn sie echt wären, unserer Buchstabensuppe zusammengewürfelt. Dann gehört sowas wie Narsk auf jeden Fall nach Russland. Genau. Ja. Ja, die ersten sieben weiß ich ja, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob ich... Natürlich, ihr wisst so viel, deshalb habt ihr auch schon gefühlte 12 Xe. Wir spielen weiter. Sudden Death, hier ist die nächste Behauptung. Ein Würfel hat 12 Kanten, stimmt. Oh, shit. Ach, Kanten. 12 Kanten, da hat noch mal einer korrigiert innerhalb der 5 Sekunden. Was? Johannes sagt ja und Stefan sagt nein. Also, wir werden, wenn wir jetzt auflösen, auf jeden Fall einen Gewinner dieses Spiels haben. Und dieser Gewinner heißt Johannes! Das ist der erste Sieg für Johannes. Und da sieht es doch schon wieder rosig aus im Zwischenstand. Den gucken wir uns mal an, Johannes. Du bekommst deine ersten 6 Punkte. So sieht's aus.
Ja, nimmt wieder Platz, liebe Freunde. Wir schauen mal, was wir als nächstes für euch zusammengeklöppelt haben für ein Spiel. Das heißt so, Spiel Nummer 7. Es geht um 7 Punkte und dieses Spiel heißt Merken. Was ist das denn? Das erkläre ich in wenigen Sekunden. Dann sind wir wieder hier. Bis gleich. Kommt zu mir. So. Also. Merken heißt das nächste Spiel und es hat natürlich, da seid ihr selber drauf gekommen, irgendwas mit Gehirnschmalz zu tun. Was müsst ihr machen? Wir zeigen euch jetzt einen Film. Der ist eine Minute lang und da werden Gegenstände nacheinander eingeblendet. Ja? Nicht nur in Bild, sondern auch in schriftlicher Form, allerdings nicht korrespondierend. Was ist das denn? Das gucken wir uns mal an. Hier ist ein Beispiel. Da gibt es dann gleich auch einen Countdown, damit ihr wisst, wann es losgeht. Nicht korrespondierend heißt zum Beispiel sowas. Also oben ist ein Hund zu sehen, unten steht aber Katze. Jetzt kommt die Katze, unten steht Maus. Ja, aber was muss ich mir denn merken jetzt? Es wird sowohl der Begriff zu lesen sein, als auch das Bild zu sehen sein. Es ist in dieser Minute, werden diese Begriffe in bildlicher Form als Schrift und als Bild zu sehen sein. Also alle? Alle. Also es ist nicht irgendwo okay. Nur mal einmal ein Wort unten eingeblendet, das kommt aber nicht als Bild vor und umgekehrt genauso. Nicht verstanden? Doch. Also jedes Wort, das vorkommt, kommt auch als Bild vor. Richtig. Jedes Wort, das vorkommt, kommt aber auch als Bild. Aber es passt nie zusammen. Und warum macht ihr so einen Quatsch? Ja, damit ihr euch ein bisschen anstrengen sollt. Es geht um eine Mio, mein Freund. Halte ich mir das untere einfach zu. Ja, mach, was du willst. Tja. Auf jeden Fall werden wir euch den Film nacheinander zeigen. Stefan beginnt. Stefan setzt sich rein. 45 Sekunden habt aber ihr danach bitte Zeit, Ruhe. Aufzuzählen. Wo muss ich denn hingucken? Hier. Gleich. Setz dich erstmal hin. Ich ganz ruhig. Ruh dich erstmal aus. Ich bringe erstmal den Johannes weg in seine Studentenbude. Guck mal, sehr geräumig, haben wir extra für dich zur Verfügung. Hier ist eine Kamera drin, also hör auf, an dir rumzuspielen. Das sehen wir alles. Kopfhörer aufsetzen. Du hörst schöne Musik. Hörst du was? Alles gut. Ja? Bis Johannes. Gleich. Tschö. Johannes! Mal gucken, ob der noch was hört. So, Stefan, so. Hast du die Spielregeln verstanden? Ich vermute. Dreh dich einfach um. Ein Film, da werden Begriffe eingeblendet als Bild und als Schrift. Der Film ist eine Minute lang und du merkst dir bitte so viele Begriffe wie möglich. Danach hast du 45 Sekunden Zeit, deine Antworten zu geben. Direkt danach? Direkt danach. Okay. Und wir zählen dann zusammen. Wer sich mehr Begriffe behalten hat, der hat das Spiel gewonnen. Alles klar? Jo. Sollen wir starten? Jo. Der Film läuft jetzt.
Das war die Minute, Stefan. Ruhe. Klatschen können Sie gleich. Einmal umdrehen. Bitte laut und deutlich. 45 Sekunden hast du Zeit. Denk einfach. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, das geht los mit der Banane. Dann kommt eine Schere. Ein Elefant. Ein Regenschirm. Eine Erdbeere. Eine Steckdose, ein Telefon, eine Kerze. Kerze. Dann kommt eine Palme. Ein Pilz. Nur ein Champignon, sowas. Dann kommt ein Hammer, eine Taschenlampe, ein Löffel, eine Gitarre. Durch? Das war's. Was vergessen? Vor der Erdbeere war noch was. Es waren insgesamt 20 Begriffe. Ja. Und du hast 14 erraten. Das war sehr, sehr stark. Wir machen mal den Weg frei. Und wir werden mal Johannes herausholen. Komm. Warst du Klaustrophobiker? Nö, gar nicht. Dann. Oh, es riecht aber schön hier drin. Ja, ich habe noch einen Koffer abgestellt. Wie man das so macht als Student, wenn man in fremden Wohnungen ist. Genau, so, einmal bitte da rein und einmal umdrehen. Ja. Johannes, eine Minute läuft der Film. Denke einfach, merk dir so viele Begriffe wie möglich. Hinterher wird abgerechnet und der Film startet jetzt. Das war der Film. Ja. Einmal umdrehen. Johannes, bitte laut und deutlich. Du hast 45 Sekunden Zeit. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Schnecke, Fisch, Apfel, Elefant, Ente, Schere, Steckdose, Lampe, Schiff, Hammer, Steckdose, Katze, Hund. Pferd. Ah, haben wir schon Taschenlampe, Schere, Elefant, Hund, Katze, Schiff, Fisch, Flasche, Erdbeere, Pilz, Schnecke, Kerze. Lampe. Nee, die Zeit ist vorbei. Es waren insgesamt 20 Begriffe. Stefan hatte 14. Scheiße. Du hattest 13.
ist das knapp bei euch Jungs heute. Das ist ja Aber man muss der ihn zugute Hammer. Halten, dass er noch die Katze und den Hund aus dem ersten Beispiel ja. mit dabei hatte. Und ein Pferd hat er auch noch gesehen. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja, wer weiß, was er da abgestellt hat in dem Raum alles. So, wir schauen auf den Zwischenstand und der sieht folgendermaßen aus. Auch das Spiel ist ganz knapp ausgegangen, aber das siebte Spiel hat Stefan gewonnen. Können wir das dazu rechnen? Ja, das sind jetzt 22 Punkte für Stefan Raab. Ein Blick auf unsere Torte zeigt aber nach wie vor, dass alles drin ist. 92 Punkte sind noch offen, 28 erst gespielt. Also Johannes, weiter am Ball bleiben, weiter Vollgas geben und wir schauen uns mal das nächste Spiel an. Und was machen wir? Ja, herrlich! Wir gehen ein bisschen Kart fahren. Die Einstiegsdroge, wie die Schumi-Brüder sagen würden. Also, Kart fahren ist angesagt und wir schalten mal raus. Wir haben eine schöne Bahn für euch vorbereitet. Lecker, lecker, lecker. Also, drinnen und draußen könnt ihr ordentlich Mottig machen. Das gleich nach einer ganz kurzen Pause hier bei Schlag den Raab. Wir spielen eine Runde Kart fahren hier bei Schlag den Raab. Es geht um 1 Million. Bis gleich. Wir sind zurück bei Schlag den Raab. Es geht um 1 Million Euro und wir schauen uns mal den Zwischenstand an zwischen Stefan Raab und Johannes. So sieht es aus. Und Stefan 22-6, aber da kann sich nachher noch an dem grünen Tisch was ändern, denn beim letzten Spiel, das wird nochmal der Notar gleich überprüfen. Da gibt es eventuell eine Korrektur. Aber wir wollen uns damit jetzt erstmal nicht beschäftigen. Wir gehen jetzt mal raus zum Kartfahren. Das ist eure nächste Aufgabe. So, wir gehen mal gucken. Bist du schon mal Kart gefahren? Leider nicht, nein. Auch noch nicht. Stefan, also, du bist ja ein Stocker. 10 Jahre her oder so, aber ich fahr nicht erst. Ja, das klappt ja schon ganz gut. Ja, nee, ich lade immer einmal im Jahr meine Redaktion zum Kartfahren ein. Das ist alte Tradition, aber viel öfter fahre ich eigentlich auch nicht. Wenn es hochkommt, vielleicht mal zweimal im Jahr irgendwo anders. Aber das ist nicht so, dass man sagen könnte, ich mache das regelmäßig. Ich sage euch mal ein bisschen was, kommt hier rüber zu den Eckdaten. Also so ein Kart zwischen 6 und 9 PS ist eine direkte Lenkung und Höchstgeschwindigkeit, schneide ich an, 70 Kilometer in der Stunde. Ja, das ist exakt dieselbe Geschwindigkeit, mit der damals Kübelböck in den Gurkenlaster gerast ist. Also, das könnte eng werden. Hier sind die Karts, aber kommt mal mit. Ich zeige euch jetzt nämlich erstmal die Strecke. So sieht die Strecke aus. Die schauen wir uns mal an. Also, das ist jetzt eine subjektive. Hier ist die Start-Zielgerade. Da seht ihr, oh, das ist schon die erste Haarnadelkurve. Da geht es ins Infield. Das ist hier im anderen Studio. Da könnt ihr ein bisschen Mottig machen, wenn ihr wollt. So fahren wir rum. Dann geht es nach draußen. Da habt ihr natürlich viel mehr Grip, ja, weil draußen richtig schön Asphalt liegt. Müsst natürlich aufpassen, wenn es dann wieder reingeht. Oh, da würden wir dann wieder Stars on Ice sehen, wenn er nicht abbremst. Also das könnte ganz schön eng werden. Das ist die Runde. So, wo ist er? Hier ist unser Rennleiter. Grüße dich, Karl-Heinz. Also du wirst derjenige sein, der hier die Kommandos gibt. Wir müssen zu den Regeln sagen, ihr dürft 3 Runden erstmal fahren. Ja, 3 Einführungsrunden, da könnt ihr euch ein bisschen an den Parcours gewöhnen. Die wirst du auch anzeigen, nämlich ja. Wie? Hallo Stefan, hallo Johannes. Ich zeige euch die 3 Einführungsrunden mit meiner rechten Hand an. Das heißt 3, 2, 1. Danach gibt es grüne Stadtflagge. Grüne Stadtflagge heißt für jeden von euch 5 gezeitete Runden. Und danach werde ich euch mit der schwarz-weiß karierten Flagge abwinken. Okay? Gegeneinander oder einfach? Nein, ihr werdet nacheinander fahren und die schnellste Runde, die entscheidet. Also wenn ihr mal... Wir haben erst
drei Runden zum Strecke kennenlernen. Genau. Und dann haben wir fünf Runden, die gezählt werden. Die schnellste Runde der fünf wird sozusagen gezählt. Okay. Also wenn der viermal irgendwo in die Braken fährt, aber eine dufte Runde hinlegt, dann wird die gezählt. Ne? Also nicht kumulierend alle Runden zusammen, sondern die schnellste Runde. So, dann gehen wir mal zu den Cards. Hier haben wir zwei identische Cards, also die sind gleich reifend worden, die haben gleich viel Sprit an Bord, die sind gleich schwer. Trotzdem, Johannes, du darfst aussuchen, welches Kart möchtest du? Die heißen ja sogar gleich, ja, dann nehme ich hier das, wo ich stehe. Ja, du wirst aber nicht anfangen, insofern müssen wir dann mal tauschen. Das ist also das Kart von Stefan. Stefan legt wie immer vor, dann können wir das schon mal auswechseln. Stefan, alles klar, Regeln verstanden? Ja, ne? Ja. Wir werden das umtauschen und dann kriegst du... Man kann sich nicht verfahren, das ist alles eindeutig, man kommt nicht aus der Bahn raus. Nein, oder? Man kann sich nicht verfahren, es ist alles ganz, ganz simpel. Ja, dann wünschen wir toi, toi, toi. So, Johannes, wir gehen nach hinten und gucken uns mal die Fahrt an. Geht's dann direkt weiter, ne? Nach der dritten Runde kommt die Startfahne, ne? Wird doch mal genau das Regelwerk erklärt, also die drei Einführungsrunden und dann sozusagen fliegender Start in die fünf Runden, die mitgezeitet werden. Und dann kann man das am Ende genau sehen, wer da die schnellere Zeit gefahren hat. Ja, man muss sich da natürlich jetzt erstmal genau reinfinden, dass man auch wirklich vernünftig sitzt. Da wird nicht mehr viel zu verstellen sein auf dem Weg, auf der Fahrerei. Also die ersten drei Runden und Stefan ist unterwegs und er macht das natürlich richtig. Mal ein bisschen die Lenkung ausprobieren. Wie reagiert dieses Kart? Wo schlittert es? Wie kommt man um die Kurve? Wie muss man die Kurven möglicherweise anfahren? Wie genau reagieren die Reifen? Wie reagieren die Bremsen? Und wo ist der beste Grip auf diesem Boden zu finden? Hat man schon gehört. Einmal haben die Reifen da kurz blockiert. Ja, so muss sich das anhören und so kann es dann auch zum leichten Schleudertrauma kommen, wenn man da hinten voll dagegen knallt. Aber man sieht, er hat natürlich Erfahrung, der weiß ungefähr, wie man das machen muss. Und das Kart scheint ihm auch zu gefallen. Ja, so kommt man hier natürlich mit sehr, sehr guter Zeit durch die Kurven geschossen. Also das sieht doch schon mal sehr, sehr ordentlich aus. Stefan Raab hier anscheinend in seinem Element. Da muss man genau anbremsen. Und hier ist die Schwierigkeit, eine wirkliche Haarnadel. Da muss man ganz eng durch dieses Nadelöhr durchkommen, genau anlenken und natürlich dann auch genau hinschauen, dass man da durchpasst mit diesem 7 PS Geschoss. Also 70 Stundenkilometer, das wäre das Maximum, was machbar ist. Ob das auf dieser Sache unbedingt zu erreichen ist, werden wir sehen. Also die erste Runde, die mitgewertet wird. Sie sehen die Zeit eingeblendet und das sieht sehr gut aus. Legt sich gut in die erste Kurve, gibt dann Gas beim Herausbeschleunigen. Ja, hier die Ideallinie. Die Kurve nimmt das sehr eng. Kommt dann trotzdem gut in die nächste Kurve. Das hat er auch geschickt gemacht. Also 24 Sekunden. 9:22. Das ist die Zeit, die er nun selbst zu schlagen hat. Die er vorgelegt hat. Kann er sich dann auch verbessern? Und wenn ja, wo will er das rausholen? Er wird einen Plan haben und er fährt sehr aggressiv und er fährt absolute Kampflinie. Er früh angebremst und dann schön rausbeschleunigt und auch schon 800 schneller. Durchgang 2. Naja, da wird wohl am Ende eine leichte Beschädigung am Kart einfach da sein. Er stößt immer rechts an diese Kante, aber das ist auch kein großes Problem. Die Zeit sieht wieder gut aus. Hier nochmal besonders eng genommen. Schön darum geschlittert. Sie legt sich gut in die Kurven. Oh, ganz knapp. Mal wieder eine gute Zeit. Vielleicht hat er da ein paar Hundertstel liegen lassen. Immer an dieser Tür, wo er durchfahren muss. Das ist ja ein großer Parcours, der durch mehrere Fernsehstudios führt. Und dann natürlich hier die Außenregion. Also es ist die vierte Runde. Gut angebremst. Hier besser um die Kurve gekommen. Kann das eine neue Spitzenzeit werden? Nein. Hat er wieder was liegen lassen? Und nun wird es drauf ankommen. Er ist in der fünften. Er ist in der finalen Runde. Und da kann auch ein bisschen Anfeuerung aus dem Publikum natürlich nur helfen, um jetzt hier vielleicht doch nochmal unter die 24 Sekunden zu fahren. Kann er das schaffen? Das hier ist seine Lieblingskurve. Sieht sehr gut aus, wie er das macht. Man sieht auch, wie direkt die Lenkung reagiert. Da ist die Flagge.
die schnellste Runde im Durchgang 5. Also hat es am Ende geholfen, dass er da doch nochmal die Unterstützung bekommen hat. Gute Zeit, wir schauen hier auf die Zeit, wo wir rausrutscht, aber trotzdem das Kart. Ausführungsrunde heißt noch einmal rumfahren, aber du hattest es eilig, du willst die Zeit wissen. 24,030. Ja. Das, das sagt die jetzt überhaupt nicht. Ich sag's dir nur mal. Es ist wirklich haarig hier, weil das hier Studiobodenbeläge total glatt sind. Und draußen ist es völlig anders. Nicht so viele Tipps geben. Der Konkurrent steht da, aber der muss ja jetzt selber ran. Bist du denn zufrieden mit deiner? Wie viele Fehler hast du gezählt? Ja, ich bin ständig irgendwo in die Banden geknallt. Ihr war jeder Runde. Also es war keine wirklich, wo ich sagen würde, das fühlte sich jetzt richtig gut an. Aber ich will hoffen, dass ihr Not gegen Elend gewinnt heute Abend. Wie beim Badminton. Ja, das ist doch deine Chance jetzt, Johannes. Komm, also Stefan, der ja einige Male schon in so einem Hoeker Cabrio saß, der sagt, oh, das war jetzt nicht so berauschend. Das heißt, du kannst jetzt eventuell einen großen Schritt machen in Richtung Million, wenn du ihn jetzt schlägst und die Zeit von 24,030 unterbietest. Toi, toi, toi. Bahn frei für Johannes. Wie viel kann man da wirklich im Kopf behalten auf dem Weg in diesem Kart? Vielleicht am besten wäre es möglicherweise eine richtig langsame erste Runde zu fahren, um sich da ein ganz genaues Bild zu machen. Man fährt ja auch den weicheren Regenreifen, um eben mit allen Bodenbelägen auch wirklich klar zu kommen. Also er muss sich an das Kart gewöhnen. Er fährt langsam, er fährt zurückhaltend und das ist völlig richtig so. Einfach mal schauen, wie dieses Gerät überhaupt funktioniert, wie es reagiert. Da sieht man, wie die Lenkung richtig mitschlägt. Man muss mit ordentlich Kraft dagegen halten. Und man wird mit Sicherheit auf dieser Strecke, auf diesem Parcours nur sehr selten wirklich mitdenken und nachdenken und möglicherweise auch mitzählen, in welcher Runde man da ist. Deshalb ist es natürlich sehr gut, dass da der erfahrene Streckenposten steht, der einem das anzeigt und einem diese Nervenanspannung zumindest ein bisschen nehmen kann. Also, wie sehr hat er da so ein fotografisches Gedächtnis, um sich die Stellen, die entscheidend sein können, zu merken. Auch hier fliegt schon das erste Teil. Auch hier hört man die Reifen. Er nimmt die Kurve besser. Da kommt er gut durch die Tür. Die ist sehr eng. Und da muss man ganz genau einlenken, um da auch wirklich am Ende in der Spur zu bleiben. Ja, die Auslaufzone relativ stabil. Also wenn man da mal in die seitlichen Leitplanken krachen würde, passiert im Grunde nicht viel, aber man verliert natürlich die Zeit und das ist ja hier das Entscheidende. Also da war die grüne Flagge und jetzt geht's. Er braucht mindestens eine gute Runde, am besten braucht er 5. Bricht immer ein bisschen hinten aus, das Kart von Johannes. Das hängt davon ab, wann man genau Gas gibt und wie man diesen Bremspunkt findet. Hier, da war Stefan deutlich schneller in dieser Kurve, aber noch ist nichts verloren. Es ist die erste Runde, es ist der erste Durchgang, der gezählt wird und es sind nur 1,5 Sekunden. Also das kann man schaffen. Sieben PS, die wollen beherrscht werden und die wollen zur richtigen Zeit auch losgelassen werden. Hier sieht man das, wenn man diese Kurve sehr eng nimmt, dann hat man Probleme, weil man möglicherweise im nächsten Atemzug schon wieder an der Leitplanke steht und auch die zweite Runde ungefähr mit der gleichen Zeit wie beim ersten Mal. Und die dritte Runde, könnte man sagen, ist hiermit wohl dann schon verloren. Weil im Rückwärtsgang hat das Kart nicht, aber auch da gab es den Streckenposten, der ihn wieder zurück auf die Strecke bringt. Also die dritte Runde kann er vergessen. Vielleicht doch noch was zum Ausprobieren. Vielleicht doch noch mal die Idee haben, die ihn jetzt weiterbringen kann. Er braucht eine starke vierte und eine starke fünfte Runde. Also diese Zeit hier kann man ganz schnell vergessen, Mund abwischen, weitermachen und jetzt geht's wieder. Kommt er da diesmal besser rein? Jawohl. Also Johannes kann jede Unterstützung gebrauchen, auch wenn er sie möglicherweise unter diesem dicken Sturzhelm nicht hören wird. Er wird das möglicherweise spüren können überhaupt, dass hier Leute sind, die ihm den Sieg wünschen. 20 Sekunden. Oh, er kommt hier gut wieder zurückgefahren. Die beste Zeit immerhin von ihm im Durchgang 4, aber wo kann er
noch eine gute Sekunde rausholen. An welcher Stelle kann das sein? Ich glaube, ihm fehlt hier einfach die Grundgeschwindigkeit, der Grundspeed. Traut sich da nicht so richtig, sonst fliegt er wieder raus und landet in der Leitplanke. Er muss jetzt hier nochmal alles auf eine Karte setzen. Ja, und so sieht das dann aus, wenn man einfach zu viel probiert. Es hat nicht gereicht. Er fährt eine Auslaufrunde, oder? Ja, der fährt auch keine Auslaufrunde. Er ist völlig fertig. Das kostet Nerven und das kostet Kraft. Und es hat am Ende in diesem Fall also leider nicht gereicht. So, das heißt, Stefan ist der Gewinner im Kartfahren. Das sind 8 Punkte für Stefan. Wir gucken nochmal auf die Zeiten. Stefan hatte 24:030 und die schnellste Runde von Johannes war, können wir die nochmal einmal sehen, war aber über 25 Sekunden. Hast du ein gutes Gefühl zwischendrin? Ja, ist die Frage, ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit liegen gelassen habe. Fühlte sich schnell an? Weiß ich nicht, vielleicht zu viel gerutscht oder so? Ja, du hast auch ein bisschen was gegeben. Von den Wänden mitgenommen, aber das ist ja nicht so ganz so wild. Draußen hätte man richtig ordentlich Mottek machen können. Ich glaube, da hast du tendenziell die Zeit liegen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war in der letzten. Aber du hast gekämpft, das heißt trotzdem 8 Punkte aufs Konto von Stefan Raab. Und was hat das für Auswirkungen auf den Gesamtzwischenstand? Da schauen wir mal drauf. Also 8 Punkte auf Stefan, das sind jetzt Runde 30 bei ihm. Johannes noch bei 6. Aber das wird sich und kann sich ändern nach einer kurzen Pause bei Schlag den Raab live aus Köln. Kaufen Sie dieses Album Piece by Piece von Katie Melua. So, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet. Es hat eine Irritation gegeben im 7. Spiel Merken und deshalb haben wir Besuch bekommen von unserem Notar Dr. Stefan Klein. Einen kleinen Applaus an dieser Stelle auch, denn was er jetzt zu verkünden hat, könnte ein wenig kompliziert werden, aber ich bin mir sicher, er wird es schaffen. Herr Dr. Klein, was ist passiert? Ja, ich versuche es einfach zu machen. Also es gab letztendlich einen Verfahrensfehler. Es gab eine Diskrepanz zwischen den angezeigten Bildern und den angezeigten Schriften auf diesen Karteikarten bei dem Memory-Spiel. Merkenspiel, ja? Bei dem Merkenspiel, okay, ja. Sodass man im Grunde genommen das Spiel nicht korrekt werten konnte, denn es waren eben nicht nur 20 Begriffe, sondern es waren mehr Begriffe im Spiel. Und es gab dann bei der Auszählung entsprechende Diskrepanzen, sodass man das Spiel insgesamt nicht als korrekt werten kann und nur annullieren kann. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, als Ausgleichsspiel sozusagen ein anderes zu wählen. Das verraten wir gleich. Der Spielstand wird insoweit zurückgesetzt, Spiel 7 annulliert. Gut, dann danken wir dafür. Dann wollen wir jetzt mal sehen, wie sich das auf diesen Punktestand jetzt auswirkt. Wir gucken uns jetzt mal den alten Punktestand an. Der sieht also folgendermaßen aus. Stefan 30 Punkte 6 und jetzt wird das 7. Spiel also annulliert. Das heißt, 7 Punkte gehen von Stefans Konto weg. Das ist der aktuelle Punktestand. Stefan 23 Punkte und Johannes 6 und wir spielen jetzt ein Ersatzspiel Nummer 7 und das wird heißen Dosenwerfen. Ja, okay. Dosenwerfen. Vielen Dank, Dr. Stefan Klein. Ja, haben Sie doch was zu tun bekommen heute Abend. Und weiterhin schön Obacht und aufpassen. Ja, schön wie in der Kirmes. Kommt nach vorne. Dosenwerfen. So, Johannes, jetzt sag mir nicht, du hast noch nie Dosenwerfen gemacht, wie anderen Sachen auch schon. Selbstverständlich. Na also, wo das letzte Mal? Auf irgendeiner Kirmes. Lausigen Kirmes. Und hast du da getroffen? Da waren die Bälle irgendwie, weiß nicht, das waren so große, fette Stoffsäcke. Die wollen ja nicht, dass man da die Dosen runterhaut, ist klar. Was haben wir hier? Ja, aber mit großen Bällen ist das eigentlich theoretisch... Die sind besser.
Ja, aber die einfacher, ne? Ja, das sind so weich, das sind wie so Wollknolle, die du danach schmeißt. Ja, so alte gestopfte Socken, aber hier haben wir natürlich was richtig Schönes für euch vorbereitet. Ich glaube, gefühlte 37.000 liegen da drin. Ihr könnt sich farblich sogar auswählen. Da stehen eure Dosen und wir werden abwechselnd werfen. Es geht jetzt um 7 Punkte. Es geht um 7 Punkte, das ist ganz wichtig. Das ist das Ersatzspiel für Merken. Also der Gewinner dieses Spiels bekommt 7 Punkte. Und ihr müsst im Prinzip euer Regal komplett abräumen. Das ist wichtig. Also, wenn eine Dose runterfallen sollte, allerdings nicht dahinter, sondern auf dem Regal landen sollte, ja, dann ist sie noch nicht abgeworfen. Okay, die muss verstanden weg sein. Wir machen mal, zeig mal ein kleines Beispiel. Also, ihr werft jetzt diese irgendwie runter und die liegt jetzt hier so rum. Ja? Oder steht. Was willst du denn hier? Achso. Ja, gucken, ja, wie steht dann darf die noch nicht als runtergeworfen gezählt werden, sondern es muss da hinten alles reinfallen. Alles klar? Wie, wer zuerst fertig ist oder wie geht's? Wer zuerst fertig ist, logischerweise, ja, und abwechselnd. Also nicht abwechselnd. Also abwechselnd. Halt ach, nicht auf Geschwindigkeit. Nein, so, abwechselnd. Okay. Ganz ruhig, abwechselnd. Stefan beginnt wie immer, jeder einen Wurf, abwechselnd und wir zählen mit. Und dann haben wir einen Sieger für 7 Punkte. Alles klar, los geht's. Die Dosen wegräumen. Was ist denn hier los? Oh, fuck man. Das kann aber dauern, oder? Ja, dass natürlich. Aber jetzt ist es eh egal. Ah. Wenn es geht, auf das Silbern. Jawohl. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wie es scheint. Ja, kann man ein Stück nach vorne gehen? Nein. Noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Werf doch von mir aus von unten. Guckt doch keiner zu. Ah. Der das beanstanden könnte. Wir machen das jetzt einfach. Noch ist diese Sportart nicht olympisch. Mann, zu hoch. Ich komme mir vor wie Boris Becker. Nichts im Wimbledon-Finale. Nichts. Ich treffe keinen Ball. So. Ah! Komm, Johannes! Ja, anfeuern. Mühsam ernährt sich das Eichel. Langsam, genau, langsam. Ja. Mann! Stefan, ach, bei Johannes. Ah. Auch eine Möglichkeit. Das unten ist Doppel kaputt und so zu werfen. Das. Man darf nicht zu lang werfen, weil sonst ein Bogen fliegt, der Ball. Ja. Und wenn man zu fest wirft, ist es schwer zielen. Natürlich, in der Theorie ist es alles so einfach. Verdammt. Moment mal, Moment. Ja. Ah, scheiße, Mann. Gibt's aber immer nicht. Einer wenigstens. Das ist doch schon mal was. Come on. Man kommt sich total blöde vor, dass man diese Dinger nicht weg. Es kommt aber nur so rüber, auf Stefan. Auf der Kirmes steht man aber auch näher dran, das muss ich sagen. Ja, aber das dafür gibt es eine verfaulte Rose und hier gibt es heute eine Million. Also man muss sich schon... Ha. Nein! Ja, komm schon, hier. Mach mal Lärm! Scheiße, Mann! Natürlich! Nein, das gibt's doch nicht! Ich hätte nie gedacht, dass dieser Eimer mit den Bällen irgendwann leer sein könnte, aber ich glaube... Wie weit geht denn der runter? Oh. So, ich bin wieder, ne? Ja. Jawohl! Ja.
So, wartet. Ich höre, wir korrigieren. Wir gehen einen Meter näher ran, weil wir wollen ja irgendwann auch noch mal ins Bett heute. Also, wir machen eine neue Linie. Wer macht das für uns? Wir haben ausgezeichnete Lehrkräfte, die das mit einem Maßband ausmessen. Wir gehen auf jeden Fall näher ran. Das, was Stefan sich von Anfang an gewünscht hat, das setzen wir jetzt in die Tat um. Also einfach einen Meter. So. Sollen wir das selber ausmessen? Das können wir selber oder hilft uns jemand? Dann messen wir das mal selber aus. Guck mal, es kommt jemand. Da. Ein Riesenapplaus für unsere Maßband-Boys. Sehr schön. So, auf die Wasserwaage verzichten wir. Also, Stefan beginnt wieder. 3 noch bei Stefan, 2, 4, 6, 7 bei Johannes. Los geht's. Lasst mal die Jungs mit dem Maßband hier, vielleicht müssen wir noch mal. Ah, stimmt, der war drüber, aber zu hoch. Jawohl! Yeah. Ich wusste gar nicht mehr, wie dieses Geräusch klingt, wenn ein Ball die Dose trifft. So, jetzt, aber die stehen so einzeln da, weißt du, da kann man nicht einfach draufhalten, da muss man irgendwie. Ja! So, Stefan, du könntest dir 7 Punkte holen. Aber Johannes, noch ist es drin. Die Höhe war gut, die Höhe war gut. nicht, dass der Notar noch mal kommen muss. Ja, genau. Ja, aber der hat eine Pauschale gekriegt, das klappt schon. Das war sehr knapp. Oh! Oh. Ich sage es ungern, aber auch hier könnte es natürlich ein Unentschieden geben. Ja, und dann spielen wir das Ganze nochmal von vorne. Diesmal aber aus 30 Zentimetern. Komm, jetzt. Nein! So, pass mal auf. Ja! Moment! Hey. War das dein Wurf? Nee, natürlich nicht. Okay. Das war gut. Okay. Aber es ist vorbei. Aber zumindest müssen wir durchziehen. Wir müssen es zumindest durchziehen. Ja, du darfst. Du hast noch einen Wurf. Ja. Wenn du beide weg. Physikalisch wird es schwierig, aber du musst ihn durchziehen. Es geht. Ja, gut. Wenn du nur ganz knapp anschneiden, nicht, dass die rüberfliegt und die andere mit wegnimmt. Ja. Das ist der Sieger, Stefan Raab im Dosenwerfen, meine Damen und Herren. Ja, leider. So, wo sind wir? Wie immer. Komm mir schon vor wie Harry Valerien. Wo sind wir? Da sind wir. So, also Zwischenstand an dieser Stelle ist folgendermaßen. Stefan kriegt die 7 Punkte zurück. Ja, hätten wir uns auch die 25 Minuten sparen können, aber so ist es nun mal. 30-6 für Stefan. Und das ist unser nächstes Spiel, liebe Freunde. So sieht's mal aus. Spiel 9 ist das Kartenduell. Das ist bekannt und wir gehen wieder in unser schönes Casino. Kommt bitte mit, Stefan und Johannes. Und wir begrüßen mit einem sehr netten Applaus unsere Gabi. Hallo Gabi. Guten Abend, Matthias. Guten Abend, Gabi. Stefan. Guten Abend, Johannes. So, der eine oder andere kennt es vielleicht noch aus der ersten Sendung von Schlag den Raab. Also, ihr bekommt ein Spielkartendeck mit 11 Karten und darauf sind die Werte 1 bis 11. Auf Kommando legt ihr bitte eine Karte verdeckt auf den Tisch und dann wird gezählt. Die höchste Karte gewinnt und das ist dann jeweils ein Stich für euch, wenn euch die gehört. Wer von diesen 11 Karten die meisten Stiche holt, der gewinnt das Spiel. Falls es ein gleicher Stich wird, also beide die identische Zahl, dann
werten wir das als Blindenstich und dieser Stich wird nicht gezählt. Es könnte also theoretisch ein Unentschieden geben. Und was machen wir bei Unentschieden, Gabi? Spielen wir noch ein Spiel? Dann spielen wir nochmal. Natürlich, wir haben uns ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Also, habt ihr Fragen noch? Nö. Gut. Gabi, du hast die Hoheit am Tisch. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kartenduell. Okay, Gentlemen. Legen Sie beide jetzt die erste Karte. Moment mal. Johannes hat die 10, Stefan die 1. Ein Stich für Johannes. Weiter geht's. Langsam in der nächste Karte. Die 5 für Johannes und 4 für Stefan. Wieder ein Stich für Johannes. Wenn ihr bereit seid, die nächste bitte. Die 9 für Johannes und 5 für Stefan. Punktestand ist 3:0 für Johannes. Jetzt, meine Herren, die nächste Karte. 6 für Stefan, 1 für Johannes. Der erste Stich für Stefan. Die nächste Karte, bitte. 11 für Johannes und 9 für Stefan. Wieder ein Punkt für Johannes. Applaus 4:1 für Johannes. Und die nächste Karte, bitte. Okay. 1 Punkt für Stefan, er hat die 3er, Johannes 2 abgelegt. Aktueller Punktestand 4:2 für Johannes. Jetzt die nächste Karte bitte. 7 für Stefan und 3 für Johannes. Und 4:3 für Johannes. Jetzt die nächste Karte, bitte. 8:7. Stefan gewinnt den Stich. Und der Punktestand ist jetzt unentschieden. Hast du auch noch 3 Karten? Jeder hat noch 3 Karten. Okay. Jetzt Moment die nächste. Mal, ich muss jetzt mal nachdenken. Natürlich. Ich habe wieder vergessen, mir zu merken, was er schon gelegt hat. Okay. Sind Sie bereit? Ja. Ein 10er für Stefan und 4 für Johannes. Stich für Stefan. Und natürlich ein Matchball für Stefan. Wenn der Stefan den Stich hole? Nächste Stich holt, ich kann gar nicht mehr das Spiel. Na, probier's mal. Die nächste Karte. 11 für Stefan, 8 für Johannes. Stefan gewinnt das Kartenduell. Glückwunsch, Stefan. Vielen Dank, Gabi. Einmal Danke. Platz wechseln. Dankeschön. Ein weiterer Sieg für Stefan Raab. Und oh, wie schön warm der Stuhl ist. Und wir schauen mal, wie das im Gesamtstand
Heißt also, auf die 30 von Stefan kommen noch weitere 9 dazu. 39-6. Und wir blicken mal auf die Torte. Wenn wir die haben. Also, 45 Punkte gespielt, 75 sind noch offen. Noch ist alles drin, aber die Luft wird langsam dünner für Johannes. Und wir schauen uns an, was wir als nächstes mit euch vorhaben. Das 10. Spiel heißt der Fußballkäfig. Ja, was ist das denn? Ihr sollt uns gleich eine Imitation von Olli Kahn geben. Gleich wird gebolzt hier bei Schlag den Rab. Nach einer kurzen Pause, bis gleich. Schönen guten Abend und wir sind zurück bei Schlag den Raab. Ja, solche Fußballplätze setzt man sonst nur in sozialen Brennpunkten, aber den haben wir uns hier mal ausgeliehen. Es wird also Fußballkäfig gespielt heute Abend. Wir schauen mal kurz auf den Zwischenstand. Wie sieht es aus nach 9 Spielen? 39-6 für Stefan gegen Johannes. Jetzt kommt also Spiel 10 und das heißt Fußballkäfig. Wir sehen schon, es ist ein überschaubares Feld, aber dafür haben wir eine Ikone hier, nämlich den Schiedsrichter aller Schiedsrichter. Herzlich willkommen, Eugen Striegel, meine Damen und Herren. Herr Striegel, wir haben natürlich einige Regeln trotzdem zu beachten, auch wenn es gleich vielleicht ordentlich auf die Socken geben sollte. Ich sage euch erstmal, wie lange wir spielen, nämlich genau 3 Minuten. Ihr denkt jetzt, ja, das ist doch ein bisschen albern, aber wir werden uns gleich wundern, wie ihr aussieht nach 3 Minuten, denn wir werden kaum abpfeifen. Wir werden nur dann abpfeifen, wenn jemand die Hand nimmt, ja? Gut, ein normales Foul gibt eben einen Freistoß, Handspiel gibt einen Strafstoß und ein grobes Foul gibt auch einen Strafstoß. Wie sieht der Strafstoß hier aus? Wir werden das natürlich ohne Torwart machen, weil bei den kleinen Toren bringt das nicht viel. Wie sieht der Strafstoß aus? Wir schießen den Strafstoß von dieser Seite in dieses Tor, also nicht nur diesen einen Meter. Also praktisch vom eigenen Strafraum in das gegnerische Tor ohne Torwart. Gibt es Abseits? Sie sagen immer so schön Abseits. Einmal das Wort Abseits aus dem Mund von euch geschrieben. Abseits gibt es nicht. Nein, es gibt heute Abend kein Abseits. Schade. Gut. Aber trotzdem, 3 Minuten habt ihr Zeit. Wer die meisten Tore schießt, das wird euch überraschen. Der hat dieses Spiel gewonnen und gibt 10 Punkte aufs Konto. Noch Fragen? Alles gut? Alles klar. Ja? Prima, dann wünsche ich euch die viel Wahl Spaß. Zum das machen wir natürlich auch. Oh, mit einem Original Heiermann noch. 5 Mark Stück. Wahnsinn. Was wollt ihr? Adler. Adler oder? Adler Saal? Möchte Adler. Der Johannes. Okay. Adler für Johannes und es ist. Zahl. Bleiben so stehen. Wir bleiben so stehen. Also gut. Es gibt keinen Seitenwechsel. Nein. Es geht darum, wer den Anschluss hat. Ach so. Stefan hat den Ball und es geht los. Eigenen Strafraum. Nee, bis in den eigenen Strafraum zurück. Und das ist die Chance für den sportlichen Johannes jetzt hier, so da nochmal rumzureißen. Man darf mit Bande spielen, also 3 Minuten Vollgas geben. Es gibt 1 Million Gründe, dieses Spiel hier zu gewinnen. Es sind die Punkte, die er braucht, aber Stefan hält gut vor. Im Fallen diesen Ball noch reingebracht. Jetzt die Übersicht behalten. Und auch hier das leere Tor mit der Ruhe, mit der Abgeklärtheit. Legt er hier also im Moment 2-0 vorne. Oh, das war knapp. Und da hat der Pfosten hat er noch schön mitgerettet. Und hier war Freistoß. Zu eng und deshalb gibt es jetzt Freistoß. Ja, muss ein bisschen Abstand nehmen, damit man da auch wirklich durchkommt und der Versuch mit der Bande, der nicht funktioniert hat. War
was entscheidet. Weiter! Der Schiedsrichter, ich dachte, es gibt vielleicht Elfmeter. Nein, es gab Freistoß. 1:20 sind vorbei. Das klappt noch nicht so richtig mit dem Bandenspiel von Johannes. Gut abgewehrt. Und dann auch noch mit dem Glück des Tüchtigen. Stefan liegt 3-0 vorne. Und er spart Kraft. Er bleibt da hauptsächlich in seiner Hälfte, schaut sich das Ganze in Ruhe an. Und Johannes hat da einfach noch nicht den richtigen Winkel gefunden, um dann auch wirklich einzuschießen. Ja, lässt sich Zeit. Die Zeit läuft für ihn. Es sind 2 Minuten vorbei. Also noch 1 Minute, um jetzt hier alles rauszureißen, aber so kann es nichts werden. Da wird schon geatmet, da wird schon auf die Zeit geschaut, um zu gucken, wie lange muss ich hier noch durchhalten. Es sind noch 40 Sekunden, da muss man nochmal alles abrufen. Stefan versucht nur noch zu verteidigen. Er hat den komfortablen Vorsprung und die Zeit läuft für ihn. Oben kann man sehen, vielleicht braucht Johannes jetzt die Unterstützung. Das hat vorhin noch auch geklappt. Okay. 4-0, 0-4. Und noch wenige Sekunden, jetzt zumindest der Ehrentreffer. Kann da noch was gehen? Sie hören schon die letzten Sekunden. Und einfach nochmal draufgepölt. Die Schlusssirene. Ja, die Tür geht nicht mehr auf, also bei guter Führung dürft ihr irgendwann raus. Es klappt aber nicht. Ja. Stefan, das war dein Sieg. Vielen Dank, Eugen Striegel. Danke. Stefan und Johannes, ihr geht euch bitte umziehen, aber vorher oder derweil schauen wir auf den Zwischenstand. Da hängt er wie Martin Semmelrogge. Ja, es gibt was zu trinken, selbstverständlich. Hier ist es, also 49 Punkte jetzt schon für Stefan Raab und 6 Punkte für Johannes. Das heißt, wir haben natürlich auch hier eine Tortengrafik vorbereitet. Also 55 Punkte gespielt, offene Punkte noch 65, aber Stefan hat schon 49 Punkte. Also erinnern uns, der Abend ist gelaufen, wenn man 61 Punkte erreicht hat. Und da ist Stefan bald dran. Die Gesichter werden länger im Fanlager von Johannes. Was kann ihn jetzt noch retten? Welche Sportart müssen wir jetzt Basketball. Aus dem Huch zaubern? Basketball. Das kann er. Ja, auf jeden Fall. Da war er schon mal deutscher Meister. Ja. Noch was anderes? Weil es ist ja kein Wunschkonzert heute Abend hier. Was könnte er noch gut? Wunschkonzert. Nur Basketball? Nein. Was kann er denn besonders gut? Er hat jetzt ein gutes Allgemeinwissen. Bezogen jetzt. Er hat ein gutes Allgemeinwissen. Vielleicht da noch ein Spiel dazu. Also irgendwelche Buzzer-Fragen, die wir da vorne haben. Na, vielleicht kommt das ja auch noch dran. Was wäre dein Vorschlag? Ja, alles, was mit Geschicklichkeit zu tun hat. Leichtathletik. Also es gibt schon noch einige Sportarten. Fußball, das sah ein bisschen dünn aus. Hat er mal gespielt früher? Fußball ist eine der wenigen Sportarten, die waren ungünstig. Aber mal schauen. Er hat bestimmt jetzt Glück bei der nächsten. Aber du strahlst immer noch und hast natürlich immer noch Optimismus im Blut. Dann hoffen wir natürlich auch, dass sich das auszahlen wird. Also die Fans und Verwandten und Freunde von Johannes stehen immer noch hinter ihm. So soll es ja auch sein. Ich hoffe, Sie zu Hause auch, damit es noch ein spannender Abend wird. Dabei ist ja schon die ganze Zeit spannend. Also so viele Spiele, die wirklich ganz, ganz on the edge standen. Und die Stefan mit ein bisschen Glück oder auch mit dem notwendigen Durchhaltevermögen dann für sich entschieden hat. So, jetzt sehe ich, die Jungs haben langsam den Gürtel wieder an. Schöne Unterhose übrigens. Und wir schauen uns mal an, was es jetzt für ein Spiel gibt. Also, das nächste Spiel heißt Käsebrot.
Was ist denn das schon wieder? Käsebrot. Was wir da mit euch vorhaben, Johannes und Stefan, in wenigen Sekunden verrate ich es euch. Also, vom Fußball zu einer weiteren Säule deutscher Kultur, dem Butterbrot. Genauer gesagt, dem Käsebrot. Hört mir genau zu. Ihr wird nicht gelurrt, Stefan. Also, Regeln sind folgendermaßen. Ihr müsst ein Käsebrot schmieren, das exakt 417 Gramm wiegt. So, das sind die Voraussetzungen. Ihr habt drei Zutaten. Also, Brot, das liegt da schon, Butter und Käse. Ihr dürft das so zusammenstellen, wie ihr wollt. Also, es muss nicht so aussehen, dass man es essen kann. Ja, wer will da schon reinbeißen, dann hinterher, aber... Das ist egal, wie viel von was drauf ist, das wurscht. Ist völlig egal, ihr könnt das zusammenbauen, der Setzkasten gehört euch, also Brot muss dabei sein, Butter und Käse und es muss 417 Gramm wiegen. Das werdet ihr natürlich nicht aufs Gramm genau schaffen, wer am nächsten dran ist, hat dieses Spiel gewonnen. Wir haben auch ein Töpfchen Senf dazugestellt, das ist vielleicht als Garnierung obendrauf. Senf ist nicht vonnöten. Könnt ihr aber benutzen und es wird natürlich mitgewogen. Aber die drei Zutaten Brot, Butter und Käse, die wollen wir dabei haben. 417? 417, nein, natürlich nicht. Oh, okay. Ihr habt dafür 3 Minuten Zeit. Ja, okay. Danach das Butterbrötchen hinlegen und dann wird gewogen. Stefan, du gehst rüber. Und den Käse muss ich auch aufschneiden? Du müsst alles aufschneiden, das Brot ist nicht geschnitten. Der Käse ist nicht geschnitten und legt los. Seid ihr auf Position? Bitte, bitte erstmal die Messer in die Hand nehmen. Moment, Messer darfst du in die Hand nehmen, Stefan. Messer erstmal suchen, welches hier denn? So. Sucht euch ein Messer aus, was ihr wollt. Jeweils, pass auf, jeweils ein Messer in die Hand. 3 Minuten laufen ab jetzt. Nicht für alle Mann ein Brot schmieren, nur eins. Ja. 417 Gramm. Stefan. Da kann man am besten so... Sieht gut aus. Warte mal, warte doch mal ab. Wie lange haben wir noch? Ach, ihr habt noch gute 2 Minuten. Alles in Ordnung. Ich habe das Brot zu klein gewählt, aber es ist jetzt zu spät. Na, 2 Minuten hast du ja noch. Magst du eigentlich Käse? Du bist doch sonst eher ein Freund von Aufschnitt, wo früher Augen drin waren oder so. Ja, auch Käse ist doch eine feine Sache. Nur wie man das aufschneidet, ist natürlich nicht mein Metier hier. Ja, das kommt ein bisschen durch. So. Gucken wir mal bei Johannes. Wie lange noch? Sind noch 1,30 gut. 1,35. Das sieht schon ein bisschen appetitlicher aus bei dir, aber darum geht es ja nicht. Schönheitspreise werden nicht gewonnen. Schmierst du morgens die Brote selber oder macht das die Mutti, wenn sie die frische Wäsche bringt? Nee, ich esse doch nicht zu Hause. Ach. Immer essen gehen, weißt du? Studenten. Natürlich. Ja, das sieht recht gut aus. Du bist schon fertig? Ja, passt doch, oder? Magst du mal beißen? Ich will nicht der entscheidende Faktor sein, dass dir 3 Gramm fehlen zum Sieg. Also schwer abzuschätzen. Du bist theoretisch schon fertig. Ich darf ja leider nicht zwischenliegen. Nee. Ist natürlich schwierig. 417 Gramm. 417 Gramm, ja. Das muss passen jetzt. Also unglaublich. Johannes ist vor der Zeit fertig. Wie viel habe ich noch? Mal gucken, wie das Würfel... Ach, wie viel habe ich denn noch? Gott, ist das unappetitlich, was du da machst. Wie viel habe ich denn 45. noch? 45. Was sind denn das für Relationen? Ich dachte, du bist mal Metzger gewesen. Wie bist du nur durch die Prüfung gekommen? Nein, wir wollten ja auch gut verdienen. Darf es noch ein bisschen Met mehr sein? Der ist schwer. Ich komme mir ein bisschen vor wie Kerner irgendwann Freitag. Toll, wie ihr das macht. Also ich könnte das nicht. 130, 130, ein bisschen weniger. Wie lange habe ich noch? Warte mal. 15 Sekunden. Johannes ist schon lange fertig. Oh, ey, das ist schwer zu sagen.
Aber es sieht so lecker aus, Stefan, ich bin begeistert. Die letzten 5 Sekunden. Also legt die Messer hin. Jetzt haben wir es geschafft. Habt ihr was zum Abputzen? Was zum Abputzen? Nö, haben wir nicht. Haben wir was zum Abputzen? Doch, da. Hier ist ein bisschen, aber es war eigentlich für die Waage vorgesehen. Ach so. Bringt ihr bitte eure Schnitten mit, das wäre sehr von Vorteil. Okay. Hör mal, wie sieht denn deine aus? Oh, Stefan, ja. Du bist der Erste, deine Stulle. Jetzt das muss nicht runterfallen. Gut, eigentlich musste ich die anfassen, aber das mache ich nicht. Hast so, jetzt zum Abwischen. Leg ich die hier drauf. 417 hast du gesagt, ne? 417. Ob ich mich damals nicht verschätzt habe. 447. Also, ja, 30 Gramm zu viel, aber das nicht ist schlecht, oder? Sehr ordentlich. Darf ich mal das eine Ding wegnehmen hier? Das wäre jetzt vielleicht genau gewesen. Da habe ich noch eins draufgelegt hier. Pass mal auf, was ich nachträglich noch draufgelegt habe. Jetzt kommt der Hammer. Ja, nee, doch nur 436. So, nimmst du dieses Monstrum da mal wieder runter? So, will einer? Das will sicherlich gar keiner. So, jetzt wischen wir schön ab, weil das muss natürlich auch alles seine Richtigkeit haben. Machst du mal bitte für die Kamera frei, Stefan? Darf ich das mal haben? So. Ah, scheiße. Ja. 211. Also, das ist ein weiterer Punkt für Stefan. Es sah zwar ekelhaft aus, aber... Es war näher Stefan. Dran. Das ist Stefan. Der Punkte-Zwischenstand jetzt nach diesem Spiel, nach Käsebrot. Also Spiel Nummer 11 geht an Stefan. Es sind 60 Punkte. Stefan braucht noch einen Punkt und dann hätte er die Million. Die würde er dann aber auch wieder in den Jackpot wandern und wir würden in der nächsten Sendung um 1,5 Millionen spielen. Aber so weit ist es noch nicht. Es sind noch 54 offene Punkte, also noch ist es möglich, Johannes, aber jetzt wird es langsam eng. Ruht euch ein bisschen auf, ruht euch ein bisschen aus, denn wir gucken mal ganz schnell auf das nächste Spiel, was wir dann für euch haben. Oh. Basketball! Basketball, das könnte ein Heimspiel werden für Johannes. Stefan Raab, Ladies and Gentlemen, hat jetzt Matchball. Aber er ist sich trotzdem noch nicht sicher, deshalb wirft er noch eine Banane ein, denn er weiß, jetzt wird es mal ganz, ganz dünn für ihn. Es wird ein Heimspiel für unseren ehemaligen deutschen Meister im Basketball, nämlich für Johannes. In was, in der Bundesliga? Und nee, es wird jetzt... Jugend und dann deutscher DJK-Meister. Also ganz so wild ist es nicht. Aber ja, Jugend, aber trotzdem. Du weißt, ja, sicher, gut. Du weißt, worum es geht. Prinzipiell sollte ich da zwar im Vorteil sein, aber... Basketball. Mhm. Ja. Könnt ihr kurz dazwischen und euch die Regeln erklären oder wollt ihr euch noch über eure Jugend unterhalten? Nee, bitte. Sehr schön. So, kommt bitte nach vorne. Also, wir werden frei werfen. Freiwurflinie... Wie weit ist das weg? Du musst das wissen. 5,80 Meter? Nee, 4,60 Meter. Okay, du weißt aber schon, dass du Basketball gespielt hast. Ja. Wir haben einen Schiedsrichter hier. Riesenapplaus für unseren Profi-Schiedsrichter. Benjamin. Das macht man ja immer beim Basketball, dass denn der Schiri unterm Korb steht. Also du bist heute im Prinzip dafür da, uns den Ball zurückzuspielen. Genau. Wir werden abwechselnd werfen. Jeder hat 5 Freiwürfe. Stefan beginnt. Dann Johannes und so weiter. Und wer logischerweise mehr in den Korb unterbringt, der hat dieses Spiel gewonnen. Und das müsste ein Heimspiel eigentlich sein für Johannes. Aber wir wissen, Stefan hat einen guten Lauf heute Abend. Seid ihr bereit? Ja. Darf man einmal Probe werfen oder muss man direkt anfangen? Natürlich nicht. Ach so. Du weißt, wie ein Basketball aussieht. Oh, das ist aber so ein Basketball, habe ich noch nie gesehen. Der ist ja richtig Leder. Das ist ein teurer Basketball. Es ist einer aus echtem Leder. Ich kenne nur die aus Plastik. Erstmal ein bisschen Ballgefühl bekommen. Ja, ein bisschen Zeit habe ich ein bisschen, ne, dass ich das... Ja, du hast ein bisschen Zeit, aber... 5 Sekunden hatte. Denk dran, das Wort zum Sonntag ist nicht mehr allzu fern. Also sie pfeifen nicht und dann muss ich irgendwie in einer gewissen und Zeit... Und zwar das von der nächsten Woche. Eigentlich 5 Sekunden. So, Tobias übernimmt, unser Sportkommentator. Los geht's. Und Stefan legt vor. Ah,
knappes Ding. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Also jetzt muss es doch klappen für Johannes. Jetzt braucht er alle Unterstützung, die das Publikum hier noch mobilisieren kann. Hier darf nichts schief gehen. Ganz ruhig und volle Konzentration. Oh. Fuck, man! Ja, besser kann man das wohl nicht kommentieren. Oh. Aber es war knapp. Also der Airball, das kann Stefan jetzt verlegen. Ah. Immerhin trifft er den Ring. Nein. Und es geht um, das darf man ja ruhig nochmal erwähnen, um 1 Million Euro. Und kaum erwähne ich das, trifft er. Durchatmen. Ha, Mann, die rechte Hand, der rechte Mann. Arm muss natürlich ruhig bleiben. Drei? Haben wir das drei schon? Und Johannes trifft wieder. Das ist seine Disziplin. Fuck. Ja, viel zu viel Kraft dahinter. Du hast schon gewonnen. Du hast schon gewonnen. Er hat schon gewonnen, aber jetzt hätte er ja noch mal treffen können vielleicht. Was für Selbstvertrauen zu ihm. Ja, hat doch geklappt. Ja, ich mein, das wäre ja noch schöner gewesen. Der erste also. War zwar richtig scheiße, aber dafür waren die anderen beiden. Ja, zwei Treffer, mehr wollen wir nicht. Und wir gucken mal auf den Punktestand. Johannes hat Boden gut gemacht, aber wie viel, das können wir uns jetzt anschauen. Das 12. Spiel für Johannes und es sind schöne 18 Punkte jetzt. Stefan immer noch 60, nur ein Pünktchen fehlt ihm. Dann hat er die Million. Wir gucken nochmal auf unseren Kuchen, den wir so schön angeschnitten haben. Also 42 Punkte sind noch offen und wir schauen uns das nächste Spiel an. Was haben wir für euch? Spiel 13. Blamieren oder kassieren? Blamieren oder kassieren? Es ist nach wie vor ein Matchballspiel für Stefan und sagt, wer mag das Männlein sein in dem roten Mäntelein? Es ist Elton! So spät noch wach? Ja, ja. Ist ja auch noch jetzt spannend geworden. Dann leg mal los, viel Spaß. So, du bist ein bisschen angespannt, Stefan, was? Nee, ich bin überhaupt nicht angespannt, weil ich haushoch führe im Moment. Ja, aber das kann sich ganz schnell ändern. Wir spielen jetzt natürlich wieder blamieren oder kassieren. Ich habe wieder Fragen bei mir und diesmal geht es immer nur um einen Punkt. Das heißt, wenn ihr meint, die Frage zu wissen, drückt auf den Knopf. Ihr habt dann 5 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten, dann gibt es einen Punkt. Ist die Frage falsch, beziehungsweise die 5 Sekunden um, bekommt der Gegner einen Punkt, der dann wiederum die Chance hat, innerhalb von 5 Sekunden die Frage richtig zu beantworten. Muss es aber nicht. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. So, und dann fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Im Sommer versetzte die Fußball-Weltmeisterschaft ganz Deutschland in Euphorie und bescherte uns unvergessliche Momente. Gegen welche Mannschaft spielte die deutsche Elf im Achtelfinale? Nicht Argentinien, scheiße. Die 5 Sekunden waren um. Stefan, du kannst die Frage beantworten, hast aber schon mal einen Punkt. 3, 2, 1. Ach so, muss ich sie aus. Kann ich dann noch einen Punkt bekommen? Dann hättest du jetzt noch einen Punkt bekommen, so. Aber die Frage ist schon, ja, Schweden wäre es gewesen. Ja, Frage 2. Die Republikanische Partei von US-Präsident Bush erlitt bei den Kongresswahlen Anfang des Monats eine heftige Schlappe. Wie heißt das Gebäude, in dem der amerikanische Kongress... Repräsentantenhaus. Nee. Kapitol. Stefan, du kannst die Frage noch... Ich bin mir nicht sicher, deswegen... 3, 2,
1 aus. Kapitol wäre es gewesen. Ja. Ja, länger hören. Aber er riskiert viel. Ja, was soll's. Frage 3. Der gesuchte Mann wurde vom US People Magazine erneut zum Sexiest Man Alive gewählt. Damit ist er neben Brad Pitt und meiner Wenigkeit der Einzige, dem diese Ehre schon zweimal zuteil wurde. Welcher amerikanische Schauspieler ist gemeint? Ich glaube, ich weiß, es ist mir aber zu gefährlich jetzt. Also Sexiest Man Alive neben Brad Pitt. Ich habe eine Vermutung, ich will aber nicht drücken. Ja, sag ich lieber auch nicht. Das ist Quatsch. 4, Lichtmann. 3, 2, 1. Die Ladies wissen das bestimmt. George Clooney ja. Natürlich. Nächste Frage. Hätte man zocken Wenn's können. Wenn es dann jemand anders ist? Nee, ja, dann hätte man zocken können. Bei dem Spielstand eher dann. So, genau heute, vor 10 Jahren, gab es einen der spektakulärsten Börsengänge der deutschen Wirtschaftsgeschichte überhaupt. Deutsche Telekom. Um welches Unternehmen handelt es sich? Die Deutsche Telekom, jawohl. Sehr gut. Nächste Frage. Wer oder was kommt in einem bekannten Schlager von Cindy und Bert zufolge immer wieder sonntags? Die Erinnerung. Kannst du es auch singen? Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Richtig. Dip, 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 damit 3 Punkte für Stefan, 1 für Johannes, aber es muss alles gehen. Ist ja jetzt gut, komm. Immer wieder sonntags. Nächste Frage. Wie heißt die essbare Frucht des chinesischen Strahlengriffels? Chinesischer Strahlengriffel. Was? Sie ist kugelig bis eiförmig rund und wird etwa 8 cm groß. Das Fruchtfleisch ist in aller Regel grün oder gelb und saftig. Die Schale ist grün bis rotbraun und haarig. Kiwi? Die Kiwi ist richtig! Drei zu zwei. Ja, der Johannes macht er noch. Nächste Frage. Gesucht ist ein bekannter amerikanischer Regisseur, der folgende Filme gedreht hat. Eraserhead. Bitte hier im Publikum Ruhe, ich höre hier schon bei dem Film schon den Namen, das ist erstaunlich. Dann haben wir hier Der Elefantenmensch. Dune, der Wüstenplanet. Lost Highway. Blue Velvet. Wild at Heart. Mulholland Drive. Und jetzt muss es eigentlich kommen, Twin Peaks, der Film. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Mehr habe ich hier auch nicht stehen. Twin Peaks, der Film. Ja, dass ich kein Cineast bin, das weiß man ja wohl. Bist beide nicht? Ich weiß es nicht. Nee. Okay, David Lynch wäre es gewesen. Aha, okay. Nächste Frage. Ist klar. Der ist aber auch unbekannt, der Typ. Das muss man ja mal sagen. Nein. So, aufpassen. Wie lautet der 22. Buchstabe unseres Alphabetes? 25. V. V kam mit dem Piep, das ist richtig. Das aber. Aber. Gleichstand, 3 zu 3. Sehr gut. Oh, da hast du aber gezockt. Frage überhaupt. Nächste Frage. Vor einigen Tagen veröffentlichte ein britischer Musiker nach 28 Jahren Pause wieder ein Album mit weltlicher Musik unter dem Titel And Another Cup. Heutzutage nennt er sich Yusuf. Cat Stevens. Cat Stevens ist richtig. Nächste Frage. Immer mehr Menschen verfallen dem Sudoku-Fieber.
Ich lese euch jetzt eine Sudoku-Zeile vor, in der eine Zahl fehlt. Also alle Zahlen von 1 bis 9 sind vorhanden, bis auf eine einzige. Ihr sollt mir sagen, welche Zahl fehlt. Wir haben die 5, 3, 6, 9, 1, 8, 2, 7. 4. 4 ist richtig, Johannes. 4-4, sehr gut. Sehr, sehr spannend. Ja, das war knapp. Oh, nächste Frage. Was heißt hier? Gesucht ist ein Mann auf den folgenden Beschreibungen, auf die folgenden Beschreibungen passen. Moment. Ein Mann, auf den die folgenden Beschreibungen passen. So. Okay. Der Mann wurde in Lübeck geboren. Er war norwegischer Staatsbürger. Er wurde mal zum Krawattenmann des Jahres gewählt. Er hieß eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm. Wie? Frahm? Herbert Ernst Karl Frahm mit H. F-R-A-H-M. Er war Bürgermeister von Berlin. Er war Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Er erhielt 1971 den Friedensnobelpreis. Willy Brandt. Willy Brandt ist richtig. Ja. 5-4. Nächste Frage. Gesucht ist ein deutscher Schriftsteller. Von ihm stammen unter anderem folgende Werke. So. Die Hungernden. Schwere Stunde, Tonio Kröger. Thomas Mann. Thomas Mann ist richtig. 5-5. Nächste Frage. Gesucht ist ein Kanal, der vor 137 Jahren im November des Jahres 1869 erstmal für die Schifffahrt freigegeben wurde. Johannes war ein Tick schneller. Suezkanal. Was? Suezkanal. Suezkanal ist richtig? Ja. Und somit quasi Satzball für dieses Spiel. Noch ein Punkt. Johannes hat dieses Spiel gewonnen und bekommt 13 Punkte auf sein Konto. Welcher Tag, der nur noch in Sachsen ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag ist, wird am kommenden Mittwoch gefeiert? Buß- und Bettag. Buß- und Bettag ist richtig! Ja! Gibst du dir auch mal die Hand? Auch mal knapp. So, Mose Matthias. Cool. Hier bin ich doch schon. Vielen Dank. Mensch, das war ja schon wieder spannend, oder? Ja, das war sehr spannend. Ich möchte aber auch gerne wieder nach hinten, weil ich habe da noch ein Käsebrot liegen. Das möchte ich jetzt gerne essen. Aber ich hoffe nicht Stefans, oder? Du nee, das war viel leckerer essen. Da. Gut. Vielen Dank, Elton, ladies and gentlemen. Wow, Johannes. Beißen. Lohnt sich doch. Ein Blick auf den Zwischenstand zeigt, dass es jetzt richtig spannend wird. Also, Spiel 13 für Johannes, 31-60. Das klingt viel, aber jetzt gehen die dicken Points raus. Und wir schauen uns an, was wir jetzt für euch vorbereitet haben. Unser nächstes Spiel heißt, es ist Spiel 14, 14 Punkte für Billard. Wir spielen Billard und wir spielen das ganz klassische Poolbillard. Billard, Johannes? Klar, schon gespielt, kennt man. Bleib mal hier, lass uns erstmal schön aufbauen. Gespielt hast du schon mal? Wie ja, oft? Klar, sicher. Ja, geht so wie normal halt als Student ab und zu mal. Aber Stefan, Billard, Experte? Ja, boah, Experte würde ich nicht sagen, aber ich habe schon mal gespielt. Früher mehr als heute, aber wie man es halt so spielt.
in der Kneipe. Natürlich. Mark hinlegen. Also in meiner Zeit waren das wenn noch wenn Mathematik auf dem Stundenplan steht, dann einfach kurz abmelden ins Billardcafé mit einer Magen- und Darmgrippe sich blau machen. Und wir haben hier einen, weil es ja so unfassbar viele Billardregeln gibt, der uns ein bisschen was darüber erzählen kann. Hier ist er, unser Referee. Sag mir schnell deinen Namen. Enrico. Enrico, natürlich. Hallo. Stefan. Ja. Hi. Johannes. Enrico vom Europäischen Billardverband. Ja, und weiße Handschuhe gibt es dafür? Ja. Das ist ja unfassbar. Komm zu uns. Ja, wir wollen ja einiges über diese Sportart wissen. Also, es gibt sehr, sehr viele Regeln, gerade beim Kneipenbillard. Ich weiß, die wichtigste ist, nicht auf den Tisch aschen. Ja? Richtig. Das wollen wir natürlich heute Abend auch befolgen. Was gibt es noch so für Regeln, die wir heute beachten müssen? Ja, also wir spielen heute 8-Ball. Das ist wohl das weitverbreiteste Spiel im Freizeitsport. Das heißt, es gibt die 8, die wichtigste Kugel, daher auch der Name, volle und halbe. Das ist die Partei, die jeder einfach hat. Und mit dem Anstoß wird also im Freizeitsport die jeweilige Farbe entschieden, die jeder spielen sollte. Wie mit dem Anschluss? Also, ach so, das mit dem Anschluss. Ja, aber wer jetzt anfängt, also ich kenne das früher, wer baut, der haut. Also ja, wer das irgendwie das Dreieck da aufbaut, der darf dann anstoßen. Machen wir das heute auch? Nein, das machen wir nicht. Wir werden also uns mit den heutigen Regeln, die sind natürlich dem Freizeitsport angenähert, aber wir werden uns auch den professionellen Regeln... Natürlich, denn du hast weiße Handschuhe mitgebracht. Richtig, werden wir auch weiterspielen und wir stoßen aus, sozusagen. Das heißt, jeder bekommt eine weiße Kugel, stößt aus dem sogenannten Kopffeld. Das geht hier bis zu diesem Kopfpunkt. In Richtung Fußbande, einmal zurück und wer dann am nächsten hier zum Liegen kommt, zur Kopfbande, der gewinnt das Ausstoßen und hat die Wahl, ob er selber anstoßen möchte oder den Gegner anstoßen. Also, verstanden? Was ist denn besser? Selber anstoßen oder es kommt darauf an, wie hart du anstößt und wie sicher. Weil, wenn die Weiße vom Tisch fällt, ist der andere dran und hat sogenanntes Ball in Hand, wie nach jedem Foul. Das wäre sehr kompliziert. Kannst du dann irgendwie auf der Linie hinlegen? Oder beim Anstoßen? Nee, wenn du Ball in Hand hast. Also bei Ball in Hand, nach jedem Foul hast du die Weiße in der Hand und hast die Möglichkeit, auf dem ganzen Tisch zu platzieren. Irgendwo. Wo es für mich dufte ist. Wo es für dich am besten ist, ja. So, du kannst ja noch während des Spiels alle Regeln erklären und auch die Fouls erklären. Leg uns einfach die Kugeln hin und dann spielt ihr mal aus, wer anstößt. Ja. Und Tobias Drews übernimmt wie immer. Wir haben auch noch ein Stück Kreide. Bringt uns dieses Spiel ein bisschen näher. Die sollte man nutzen, damit es nicht so glatt ist auf dem Leder, dass man nicht abrutscht. So, am allerwichtigsten ist, dass die 8 nicht vorzeitig das Spiel verlässt, also vorher in die Tasche fällt oder den Tisch verlässt, außer beim Anstoß, dann wird sie wieder aufgebaut, weil wenn die 8 gefallen ist, hat man verloren. Okay, wenn die 8 spiele ich zum Schluss da rein? Ganz zum Schluss, kannst du dir aussuchen. Also wir spielen deine Kugeln runter, wir haben mehrere Fouls zur Möglichkeit, das heißt erstes Foul, wenn irgendeine Kugel den Tisch verlässt, das ist ein Foul, gibt's Ball in Hand. Zweite Möglichkeit, die Weiße fällt in die Tasche. Wiederum Foul, Ball in Hand für den Gegner. Dritte Möglichkeit, ihr berührt mit irgendwas anderem außer dem Köhl die Kugeln auf dem Tisch oder keinen Fuß auf dem Boden, auch ein Foul. Okay. Ja, das sind also die grundlegenden Regeln für das Foul. Und du darfst natürlich nur deine Kugeln als erstes anspielen. Das ist also auch grundlegend. Ja, dann bitte ich euch mal auszustoßen. Das hört sich lustig an. Möglichst gleichzeitig. Okay, ja, wenn ihr, also du darfst auch diese Bande berühren. Ja, okay. Bist du weit? Auf 3 oder was? Ja. 1, 2, 3. Ja. Komm. So, erste schwierige Entscheidung schon. Johannes von der Seite. Stefan? Ich kann es nicht. Ja, Johannes. Johannes hat das Ausstoßen knapp gewonnen. Damit wundert das, dass das wieder super eng war. Damit hast du jetzt die Wahl. Stefan, du kannst die Weiße irgendwo, das machen wir mal sauber hier, im Kopffeld verlegen und von da anstoßen. Okay. Im Freizeitsport macht man einen Kopfpunkt. Und jetzt reinholzen, ja? Einfach reinbolzen. Wenn eine Kugel fällt, dann hast du diese Farbe. Fallen beide Farben, also eine volle und eine halbe, kannst du das dann aussuchen. Ah, kann ich mir das aussuchen? Dann kannst du aussuchen. Okay, also nicht, welche zuerst fällt. Also perfekt erklärt von Schiedsrichter Obmann Enrico Wahle. Und nun wollen wir sehen, was passiert. Ja, also ist eine volle gefallen. Damit hast du die vollen. Der ist aber groß, der Tisch, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Ja, es gibt in den meisten Kneipen auch kleinere Tische, 8-Fuß-Tische, das sind 9-Fuß-Tische hier. Ja.
Also internationales Niveau. Okay, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich muss nicht ansagen. Nein, ich kann machen, was ich will. Du musst deine zuerst anspielen und dann muss eine von deinen fallen. Pass auf, dass du da die blaue nicht berührst. Genau, Maß nehmen. Man. Ich soll mal von allen Seiten schauen, wo die beste Situation wäre, wo der beste Anstoßwinkel zu finden ist. Nein, irgendwie deine anspielen und versuchen, die zu verstecken, dass Stefan halt Schwierigkeiten hat. Ach, hier werden Tipps gegeben. Ah, so ist das. Der Schiedsrichter coacht mit. Auch das. So, ich habe... Du hast die Vollen. Die Vollen, ne? Ja, also mehrere taktische Möglichkeiten. Wir haben es gerade gehört, entweder die eigenen Kugeln verstecken oder es eben zu ganz schwierigen Konstellationen kommen lassen oder eben die sinnvollste Variante, die eigenen Kugeln schnell versenken. Oh, super. Sehr schön. Yo! Sehr schön gespielt. Kann man sowas machen oder ist das zu gefährlich? Oder dürfen Sie mir das nicht sagen? Man darf alles spielen. Der grüne volle Kugel da ihren Weg findet. Das könnte doch passen, oder? Wenn man die da so... Aber hier ist zu gefährlich, weil hier kommt man nicht dran. Ne? Gibt es da irgendwie so... Also um ausgleichen zu helfen, dieser ist sicherlich einfacher als die 1. Okay. Nicht den ganz richtigen Anstoßpunkt gefunden. Deswegen hat es am Ende nicht ganz funktioniert, aber es bleibt knapp. Haben wir so ein Teil zum auf den Tisch aufstellen? Eine Brücke? Oder? Ja, haben wir hier. Warte. Oh, der Herr Bügel ist Profi hier. Alles da. Bitte. Die Kühlhilfe. Steht Köln auf für dich. Also wenn du den nicht machst, dann gehe ich. Machen bitte nicht mit dem schwarzen Ding, sondern... Sonst wäre es auch ein Foul, ja. Ja. Sah doch gut aus. Gut eingesetzt, die Kühlhilfe und dann natürlich auch sehr gut versenkt. Wie geht's weiter? Muss das nicht von der Bande weglegen? Auch schön, nein, das gibt's nicht. Und von der Bande ablegen, gesagt, haben wir gerade gehört. Das gibt es in diesem Falle nicht. Tja. Wurde zumindest erreicht, dass es jetzt eine schwierige Situation ist für Stefan, da weiterzuspielen. Was redest du da? So ein Quatsch. Komm! Ja! Und auch aus dieser schwierigen Situation, die dann am Ende doch leichter aussah, als es von hier oben den Anschein hatte. Hier sehen wir es nochmal. Schön versenkt. Ein bisschen zu weit rechts angespielt. Oh shit. Hi.
Sie erkennen doch immer direkt, was leichter ist, oder? Es geht, ja. Es geht, ja. Weil man muss ja auch den nächsten Stoß mit berücksichtigen. Die beiden Winkel müssen aufeinander passen. Der Anstoßwinkel der weißen Kugel hin auf den Anstoßwinkel der Kugel, die man dann in der Tasche versenken möchte. Die sind ja alle scheiße. Welcher ist denn der leichteste? Lass mal hören. Man kann ja auch über Bande spielen. Also nix, es werden keine Tipps gegeben. Ist aber nicht einfach. Hallo. Ja, ist wohl richtig. Sonst müssen wir die weißen Handschuhe wegnehmen. Kann ich dir ja geben, Matthias. Sehr gerne. Kann Vorsicht hier, nicht, dass du drankommst. Ja. Ne? Ist nämlich faul. Ach nee, echt? Ja. Wer hätte das gedacht? So, Jungs, die Freistunde ist bald um. Ja. Kriegen wir noch ein Bier? Es geht weiter mit Sovi. Aufpassen, dass ich da kommst. Ja, ja, ja. Denk an deinen Zittrigen vom Klettern. Ja, ich habe immer noch den Zitter-Heinrich vom Klettern hier. Yo! Stopp! Nein! Und dann geht die weiße Kugel doch noch hinterher. Fällt die mit rein. Jetzt kommen wir also zum Thema Ball in Hand. Jetzt kann er sich die einfach hinlegen. Wir können nochmal hinschauen, wie das passiert ist. Gut. Das ist ja eine busenlose Frechheit. Angestoßen und dann zu viel Effekt noch dahinter. Bisschen versprungen, das ist natürlich besonders bitter in dem Moment. Mann. Sie lachen sich kaputt, weil sie diese Stümper, oder? Nein. Doch. Nein. Er ist froh, dass er wenigstens den Belag nicht aufschlitzt. Ist aber auch nicht einfach. Nee. Das ist echt. Der Tisch wird langsam leerer, aber es wird trotzdem immer schwieriger. Sie können jetzt genau sagen, was machst du denn da, ne? Das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, ach so, dann lasse ich das mal so. Wow! Aber trotzdem faul. Wie? Die Weiße ist gefallen. Die Weiße ist mitgefallen? Ja, die ist da reingefallen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Haben Sie die heimlich da reingelegt? Es gibt sicherlich einen Replay. Genau, hier können wir nochmal hinschauen. Guck's dir an. Wow, guck mal. Oh, da muss man ja aber erstmal nachmachen. Das war ja schon fast Dreibandbilder. Hammer! Sensation. Ich bin selbst überrascht. Es wird nie wieder in deinem Leben klappen. Stell es dir in den Setzkasten. Du kannst ja quasi jeden Ball hier hinlegen. Das ist aber auch irgendwie eine komische Regel. Ja, aber mir ist ja auch neu, ehrlich gesagt. Ist das nicht früher immer gewesen, nur im Kopffeld darf man dann bei Weiße ins Loch? Das ist aber schon 10 Jahre her. Ja gut, es war im Jugendzentrum, aber... So, Johannes, bitte leg sie dir irgendwo hin. Das kannte ich überhaupt nicht. Das spielt man in Kneipen gar nicht mit dem Kugel hinlegen, oder? Wenn die in die Tasche fällt, dann legt man die hinten irgendwo in das Kopffeld wieder rein. Ja. Anstoß, oder? Aber wir wollten das ja dem Professionellen ein bisschen angleichen.
Was machst du denn mal, da? Das ist doch mal ein großer Sport, oder? Ja. Unglaublich. Pass auf, wir sind in Köln. Ja. Sehr gut. Jawohl. Diesmal also mit der Kühlhilfe hat es gut funktioniert. Nur ein Hinweis für euren Biorhythmus, es ist inzwischen 0.32 Uhr und es geht immer noch um 1 Million. Ja. Oh, shit. Das war jetzt auch ein Foul. Ja. Wie, das war ein Foul? Der so muss ja seine Kugel wenigstens berühren. Ach! Ja. Das war ein Foul, aber es war ein schöner Versuch. Das trifft sich ja hervorragend. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, aber da kommt man so schlecht dran. Braucht man auch diesen Stock, glaube ich, wieder, oder? Reicht kann man nutzen, ja. Dieses Ding da, ne? Dann lege ich mir die so dahin, dass ich die einfach da reinschießen kann. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich kann ja schon mal gucken, oder, wenn ich die platziere? Ja, ja. Ist das so richtig? Ja, halt ich das ja, richtig? Was denn? Ja, es gibt keine Antwort hier vom Schiri. Ach so, ja, muss man zumindest wissen, ob das darf man aber. Ja, ja, wie viel dürfen Sie sagen, oder? Aber Tipps? Nein, das geht nicht. Gibt es nicht. Hier sehr gut reingelacht. Also. Und jetzt irgendwo rein. Jetzt musst du vorher ansagen. Ansagen. Wo du auf Ansage. Die ach so, ich muss das ansagen. Ja. Kannst aber bei jedem Stoß natürlich wechseln, wenn du jetzt nicht ach treffst. Ach so, ich kann beim nächsten Stoß wieder richtig, was anderes sagen. Ein anderes Loch sagen. Ja, dann schieße ich jetzt erstmal hier rein, würde ich sagen. Ja, dann brauchst du ja dann nicht mehr, wenn du schon getroffen hast. Da, ja? Und wenn sie nicht da reingeht, dann darf er sich danach. Nein, und dafür in ein anderes Loch hat er das Spiel verloren. Dann habe ich auch verloren. Ja, und was ist, wenn die 8 dort reingeht, aber die Weiße in ein anderes dann Loch? Dann hat er auch verloren. Da habe ich auch verloren? Natürlich. Ja. Also die Chancen stehen schlecht. Die 8 muss alleine fallen. Und oh, da, ey, wo du ansagst. Das ist aber ein brutales Spiel. Ja, ist ja auch nicht mehr einfach. Komm schon, Baby, komm schon nicht da rein. Jawohl. Boah. Die liegen wieder so dreckig, boah, dass man keine reinschießen kann. Warum hab ich eigentlich schweißnasse Hände? Das ist doch nicht mein Geld. Müsste Handschuhe haben. Gib mir deine Handschuhe. Fühl mal bitte. Ich habe gerade gedacht, die Weiße geht rein. Ja, dann wäre nichts passiert, wenn die 8 nicht fällt. Achso, wenn die 8 nicht fällt, dann wäre nichts passiert. Johannes hatte nur Ball in Hände. Die liegen leider alle. Ja, aber du musst ja vom Angucken fallen sie nicht rein. Das ist das Problem. Um 0.30 Uhr fertig sind oder um 0.45 Uhr, ist auch egal, oder? Kommt es darauf noch an? Ja. Steilvorlage. Ich finde die nicht einfach. Das sieht, glaube ich, wirklich auch leichter aus, als es möglicherweise ist. Also ich versuche es nochmal da hinten in dem Loch. Ja. Wenn ich den reinmache, habe ich gewonnen. Da habe ich die Show gewonnen. Denk an die Weiße, Stefan. Ja, ja, aber wo soll und die Weiße an dein Herz. Haben? Ja, wo soll die noch hingehen? Tja. Ruhe bitte, Ruhe bitte. Es ist nett gemeint, aber... Ich muss mich konzentrieren, meine Damen und Herren. Nee, danach können Sie natürlich ausrasten. Dann sind Sie beleidigt. Du lieber Gott! Das ist wirklich hauchdünn, aber beim nächsten Mal kann fast nichts mehr schiefgehen. Das ist unfassbar. Das gibt's doch gar nicht. Hier nochmal. Da sitzt so einer drin und genau hinzuschauen. Was passiert, wenn die jetzt irgendwann reinfällt? Dann wird sie wieder aufgebaut. Okay. Wie, wenn die reinfällt, wird sie wieder rausgeholt? Nach 5 Sekunden wird das Spiel so aufgenommen. Gut, eine gute Antwort von Johannes. Er kämpft sich ran.
So. Matchball. Wir erinnern uns nochmal, die Weiße darf nicht rein. Ach, die Weiße darf nicht rein. Nirgends. Nur die 8 alleine. Dann habe ich verloren, wenn die Weiße mit reingeht? Wenn die Weiße mit irgendwo fällt. Das ist doch scheiße. Verloren. Nein! Mann! Somit faul. Wie faul? Du hast die 8 nicht getroffen. Mach mich doch nicht immer so nervös, wie mit der Weiße, da darf nicht rein und so. Entschuldigung, das sind die Regeln. Entschuldige ich bei Peter Billard, der gesehen, das Ganze hier erfunden hat. Auf der 8er Kugel, das ist total schwer, die, jetzt die Weiße da ran flog förmlich. Brauchst du Hilfe? Und da kommt wieder die... Bitte, Hilfe. Die Kühlhilfe. Okay, ach so, Hilfe, ja. Um jetzt hier zu versenken. Und dann wird es nochmal richtig spannend. Dann wird es ganz knapp. Ja, genau berechnen. Geht nicht rein. Wo liegt die Weiße? Oh. Die Scheiße ist, die darf ja nicht mit rein. Mach dich doch selber nicht nervös. Ja, mach ich mich aber. Weil wenn er die jetzt beim nächsten Mal reinmacht, dann darf er auch auf die schießen, ne? Richtig. Die ich da so fein hingelegt habe. Das ist doch scheiße. Ja! Den großen Koffer, denn, und ich hebe ihn sofort wieder ab, hier sind 1,5 Millionen Euro drin, meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht. Und um diese Summe geht es in der nächsten Ausgabe von Schlag den Raab. Die findet statt am 27. Januar 2007. Wenn Sie mitspielen wollen, dann bewerben Sie sich jetzt unter www.schlagdenraab.de. Und der Gewinner der 2 Mazdas, der ist jetzt unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch von uns. Nochmal vielen Dank an Johannes. Toll gespielt. Danke, Elton. Danke, Matthias. Danke. Die Daumen drücken hat leider nicht geklappt. Stefan Raab ist der Champ des heutigen Abends. Das war eine lange Nacht aus Köln. Schlafen Sie gut. Ciao, tschüss. Bis zum 27. Januar.